Ja, wir sind jetzt noch Soundcheck. Also, nochmal kurz zur Erklärung. Ich war heute einen ganzen Tag am Hof, habe mit jemandem zusammen ein Zimmer vorbereitet, was wir dann brauchen für kleinere Besprechungen, weil die großen Räume erst ab nächste, also Frühjahr dann gehen. Und ist ein bisschen frisch, deswegen habe ich mir ein bisschen was drüber gezogen. Und wir wollen ja dann März mit den Schulungen für die Verweserwahl anfangen und da haben wir natürlich ein bisschen Bauarbeit. So, und wir haben da heute erstmal Elektrik gemacht. Und ich bin vorhin gerade erst rein. Ich bin um 8 erstmal dort losgekommen und also nee, halb acht bin ich losgekommen. Und kann natürlich auch nicht so schnell fahren bei dem Wetter. Das muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und da ja, ging es heute mal ein bisschen später los. Die zweite Geschichte ist, dass Windows hier regelmäßig Updates macht, immer dann, wenn ich den Rechner lange Zeit nicht benutzt habe. Und dadurch dauert so ein bisschen. Die nächste Live-Sendung ist der 4.12.2016. Aber wir fangen dann 20 Uhr an, bis 22 Uhr, weil ich gemerkt habe, dass wenn man vom Baustelle losfährt, dann nicht so pünktlich 19 Uhr da ist. Und da es dann sowieso nächstes Mal nicht wesentlich eher losgeht, also 20 Uhr, aber dachte ich mal, tue ich das mal gleich so machen. Aber sonntags, nicht mehr dienstags, geht nicht, weil ich in der Woche auch andere Sachen machen muss, die auch mit dem Thema zusammenhängen, aber ja, notwendig sind. Gut, dann würde ich sagen, wenn der Ton okay ist, gibt mir noch einmal, naja, genau. Ja, den Ton gut. Ja. Ja, nee, das Programmsystem ist X, wie hieß das gleich? X, hab ich vergessen. Mensch, guck mal, X-Split, genau. Und das geht auch, aber man braucht ein sehr schnelles System. Und das ist ja ein Windows-System mit nur einem Prozessor und da hängt es natürlich, weil da das Betriebssystem rechnen muss und dann noch die Videoanwendungen, da kommt dann natürlich ganz schnell ans Limit. So, dann würde ich sagen, mache ich mir mal meine Liste. Und dann könnte man eigentlich anfangen. So, gut. Also, ich mache heute mal ein bisschen, ob irgendwelche Bilder hängen geblieben sind. Bis jetzt ist immer alles rausgegangen, sodass der Zusammenschnitt immer noch vollständig war. Also, es ging schon. Ja. So, ich gehe mal davon aus, dass in nächster Zeit der Rechner dann komplett ersetzt wird gegen den anderen. Und dann haben wir natürlich wieder das HD-Bild, wie ich es eigentlich gewohnt bin, eigentlich auch machen will. Aber jetzt haben wir nur die halbe oder die Viertel bloß. Also D-Format ist 720 Pixel, normale Fernsehen, SD-Bild. Und das, ich würde sagen, 56 machen wir los. Mit ein bisschen Verspätung heute, erheblicher Verspätung. Ich bitte das entschuldigen. Ich erkläre dann auch gleich noch, warum und wieso alles so passiert ist. Ja, ich muss mal die Uhr ein bisschen so drehen, dass ich sie auch sehe. Gut, das System noch nicht wieder von der Reparatur zurück ist. Aber ihr seht, wir arbeiten dran und wir haben wieder Live-Bild gemacht. So, ein paar Sachen, Neuigkeiten am Anfang möchte ich gerne noch bekannt geben. Das erste ist, jemals schadenlos Umgehen wird es nicht geben, weil wir haben ja schon mehrfach erklärt, wir sind nicht staatenlos, wir können auch nicht staatenlos werden, weil die Bundesrepublik kann unsere Staatsangehörigkeit nicht ändern. Es sei denn, wir wollen es freiwillig. Und das sind genau die Leute, die eben den gelben Schein machen und eben damit dokumentieren, dass sie gerne in die Staatsangehörigkeit vom 5.2.1934 wollen. Und dass es so ist, haben uns einige Landräte auch bestätigt und einige Landräte sagen, sie geben diesen gelben Schein nicht mehr raus, weil die Leute etwas Falsches kriegen. Also etwas Positives. Also die wollen sich im Prinzip mit dem Land hier solidarisch erklären, beantragen was im guten Glauben und kriegen aber einen üblen Fake, der dazu führt, dass die Bundesstaatenangehörigkeit abgegeben wird, weil man freiwillig eine andere annimmt, nämlich die vom 5.2.1934 und nicht die Staatsangehörigkeit in alle Freistaaten. Verfassungen. Wir können immer sagen, es ist Zufall gewesen. Ich glaube immer nicht an Zufälle bei solchen Dingen, weil man weiß, dass die Grundgesetzmacher natürlich auch enge Verbindungen zu Rothschilds haben. SPD, muss ich nicht lange überlegen, wo die
geistlich stehen. Das ist, ja, heute sagen viele Satanspartei Deutsch. Der Staat hat ihn ja nicht unterschrieben. Ja? Der Staat, das Kaiserreich, NATO ständig macht, von irgendwelchen Bündniskriegen reden. So. Insofern haben wir also den Ersten Weltkrieg nicht angefangen. Und den Zweiten haben wir auch nicht angefangen, weil da hat Polen 1938 in die Ostgebiete reinmarschiert und hat den Waffenstillstand des Ersten gebrochen. So. Und ein Jahr später erst ist Hitler nach Polen rein und hat das wieder zurückgedreht. So, das muss man immer wieder sagen. Und dann kommt man da auch dahinter, dass der Staat seit 28.10.1918 nicht mehr handlungsfähig war. So, und jetzt, ja, ich weiß, ich kann es bei manchen, ist es leider, hängt es manchmal, aber hier gehen alle Frames raus und die Aufzeichnung ist vollständig. Das ist auch letztes Mal ohne Hänger rausgegangen alles. So, gut, das war mal ein bisschen kurze Geschichtsstunde. Das heißt, wenn Herr Claßen davon redet, dass wir staatenlos sind, müsste er korrekterweise sagen, dass sie uns als Staatenlose behandeln, obwohl wir das nicht sind. Wir sind immer noch Staatsangehörige. Wir bleiben das auch, weil wir in einem Bundesstaat geboren sind. Viele von uns sind natürlich in anderen Bundesstaaten geboren oder in, sagen wir mal, Österreich-Ungarn, also die in der Tschechei geboren sind und dann irgendwie durch die Kriegswirren, durch Vertreibung, was auch immer, hier in das Bundesgebiet gekommen sind. Die haben immer noch die Staatsangehörigkeit vom Geburtsort. Die brauchen eine Einbürgerung. So, nun muss man weiterlesen. Im Rustag steht drinne, dass wer freiwillig eine andere Staatsangehörigkeit annimmt, die Bundesstaatenangehörigkeit abgibt. Und das macht dann mit dem gelben Schein. Deswegen freuen sich immer die Migranten drauf, dass sie unsere kaiserliche Staatsangehörigkeit übernehmen können, weil dann nämlich ihre Rente gesichert ist, ihre Sozialfürsorge, deswegen immer Geld da ist, weil der Kaiser ja nie Schulden hatte und deswegen die Bundesrepublik beim Kaiser Schulden einbuchen kann, weil das nämlich die echten Staatsangehörigen wären. Wir haben im Prinzip das Kind in den Mülleimer gehauen und ziehen die Nachgeburt groß. Also die Staatsangehörigkeit, die es nicht gibt, weil der Hitler keine machen konnte. Er konnte es ja deswegen nicht machen, weil am 23.03.1933 das Ermächtigungsgesetz nochmal abgestimmt werden sollte. Ging aber nicht, weil aufgrund des Reichstagsbrandes gar nicht alle anwesend waren. Die waren deswegen nicht anwesend, weil sie verhaftet wurden und verdacht, sie hätten dort mit gezündelt. So, der Hitler hat aber diese Abstimmung dann nicht nochmal wiederholen können oder wollen, nachdem der Reichstag komplett war. So, und das hat dazu geführt, dass die Alliierten im Chefgesetz 1 das Ermächtigungsgesetz gegrillt haben. So, das ist die einzige richtige Reaktion, die in den Chefgesetzen steht. So, und die gilt. So, was macht jetzt die Bundesrepublik? Die Bundesrepublik steigt jetzt in die Rechtsnachfolge von 1920, Freistaatenverfassung, ein und weil sie eben nicht in die ursprüngliche Staatsangehörigkeit rein darf, weil sie nun mal feinstaatlich eine feinstaatliche Verordnung hat, aufgrund ihrer Übernahme der Weimarer Verfassung. Hätte sie erklärt, öffentlich erklärt, wir distanzieren uns von der Weimarer Republik. Da hätten sich natürlich in der SPD die Haare aufgestellt, hätten die nie mitgemacht. Die CDU und die SPD und die fünf etablierten Parteien regeln das. So, und es wird nicht zum Umschwung kommen, dass die Bundesrepublik genau das erklärt, weil sie es nicht dürfen. So. Wir sind nun mal eine Feinstaatenorganisation, sind im Prinzip ein Verwahrstaat, wenn man so will, nach Genfer Konvention. Und ja, genau, vermutete deutsche Staatsangehörigkeit, schreibt heute jemand rein. Das ist 4.12. Stammtisch, keine Ahnung. Ja, das ist die Staatsangehörigkeit, die sie uns andichten wollen, damit sie uns die echte Staatsangehörigkeit und die Rentenansprüche stehlen können. Und deswegen haben wir nicht nur Asylanten, die also politisch verfolgt sind oder was weiß ich, in Katastrophen geraten, die wären ja rechtmäßig, sondern Migranten. Migranten sind Leute, die eine Staatsangehörigkeit geschenkt kriegen, weil uns eine falsche angedichtet worden ist. So. Und die Landräte sind diejenigen, die persönlich und privat dafür haften, werden aber von der Bundesrepublik nicht bestraft dafür, für dieses Verbrechen. Das ist der Stand, den wir jetzt haben. So. Und das ist inzwischen auch dem Herrn Claßen klar geworden und da hat er gesagt, wir müssen miteinander mal reden, wir müssen ja mal gucken, was ist denn hier richtig, was ist denn falsch. So, da bin ich doch dabei. So, also, wir müssen unterscheiden die Rechtsstellung als Staatsangehöriger, das heißt, wie die Bundesrepublik uns behandelt. Die behandeln uns alle wie Nationalsozialisten, damit sie nämlich
in unsere Zulassung reinschreiben können, dass wir nicht der Eigentümer des Fahrzeugs sind, können uns sämtliches Eigentum stehlen, deswegen kommen die Pappnasen mit privaten Gerichtsvollziehern um die Ecke, können uns eine GEZ aufs Ohr drücken, weil die dann sagen, na, das sind ja alles böse Nazis, die müssen wir alle entnazifizieren. Dann kommen natürlich die Pappnasen in der Ecke und sagen, ja, du musst ja deine Entnazifizierung machen, musst dich der UN unterwerfen. Das ist natürlich der nächste größere Schwachsinn, weil die UN die Feinstaatenorganisation zum kaiserlichen Staat ist. Und wer sich dort dranhängt und die UN-Resolution unterschreibt, na, da kann im Prinzip auch klein was er Vertrag in der Hand nehmen und für gültig erklären. So, definitiv hat der Kaiser den Versailler Vertrag nicht unterschrieben. Das heißt, wir haften weder für den Ersten noch für den Zweiten Weltkrieg. So, und wer was anderes will, wer gerne die Haftung für die beiden Weltkriege übernehmen will, na, da muss er den gelben Schein machen und muss dann irgendwann feststellen, dass ihn sein Eigentum weggenommen hat und dass der Migrant sein Auto, seine Frau und sein Haus mitnimmt. So, so wird es werden. Und damit wir das nicht erleben, müssten wir also dann nächstes Jahr eine Verweserwahl machen. Und ein Verweser, das ist ein altes Wort, das hieß so viel wie Verwalter des Wesens. Ja. Also sozusagen der Rechte und Pflichten vom Kaiser. Und zwar ist es immer eine Vertrauensperson. Es kann also nie ein Verweser aus dem Feinstaat kommen. Das heißt, die Bundesrepublik hat schon rein rechtlich keine Chance, in eine Verweserposition zu kommen. Die kommen nur in eine Position eines Notstandsleiters. Und dafür machen sie Wahlen. So. Jetzt müsst ihr eins begriffen haben. Wir wählen zu den Wahlen in der Bundesrepublik keine Parteien, sondern wir wählen das Wahlsystem. Und das ist das, was sie uns immer wieder falsch erzählen. Es ist völlig egal, welche Partei du wählst. Sobald du an dieser Wahl teilgenommen hast, also deine Stimme abgegeben hast, wählst du das Parteiensystem. Und dann entscheidet die Partei, die die meisten Stimmen hat, wer den Notstandsleiter dieses Parteiensystems stellt. Das ist der Bund. Der entsteht durch eure Wahl. Und da könnt ihr Parteien der Bundesrepublik gründen, die sind super toll. Sobald ihr in den Parteienklingeln drin seid, wählt ihr dieses Wahlsystem und damit das. Jetzt gibt es eine Besonderheit. Die ganze Geschichte funktioniert nur, wenn die Wahlbeteiligung über 50% ist. Weil ein Notstandsleiter braucht nur mal die Mehrheit hinter sich, wenn er über sein notstandsrechtliches Mandat hinaus regieren will. So, das ist ja der Punkt, weshalb soll man sagen, ja, dann wählt mal die AfD. Weil wäre die AfD nicht da, wäre die Wahlbeteiligung bei 30%. Und dann sagt irgendwann auch der Besatzer, ey Jungs, so geht's nicht. Ihr müsst schon eine Mehrheit hinter euch bringen, weil sonst können die anderen, die Nichtwähler, ja auch mal selber eine Wahl machen. Nämlich die Verweserwahl. Und dafür brauchen wir über 50%. Das heißt, über 50% der Leute müssen sagen, wir wollen unseren Staat zurück. Und damit das nicht passiert, holt Merkel Haufen Migranten rein, die sagen, nee, wir wollen keinen Verweser haben, wir wollen einen Sultan haben. So, und dann rufen sie ihr Kalifat aus und dann kannst du deine Burger schon mal bestellen. So, und das ist die miese Nummer, die Frau Merkel vorhat und dazu will sie einen Staat in Weimar gründen. Momentan habe ich auch, nicht mit eigenen Augen gesehen, aber mir ist erzählt worden, dass sie momentan große Erschließungssachen machen, oben bei dem ehemaligen Mahnmal. Was auch immer da gebaut werden soll, es kann nichts Gutes dienen. Weil es ist nun mal eine Gedenkstätte, ist ja okay, dass sie da gedenken dran. Ob die Geschichten, die dort stattgefunden sind, alle so stimmen, weiß ich nicht, war nicht dabei. Ich habe berechtigte Zweifel, alles für wahr zu nehmen. Ich lese alles und bewerte das. Ne? Gucke alles an und mache mir da so meine Gedanken. So. Entscheidend ist aber, wir brauchen unseren Staat zurück. Und den Staat kriegen wir nur zurück, wenn wir flächendeckend organisieren, dass wir überall eine Verweserwahl stattfinden kann. Und damit das stattfinden kann, brauchen wir entsprechend große Schulungsräume, wo wir 200 Leute Minimum an einem Wochenende schulen können. Und zwar mit nötigerweise Übernachtung und Toiletten und was auch immer so nötig ist. Und dafür haben wir jetzt gebaut, die ganze Zeit. Manche sagen, wir müssten mehr im Internet machen, wir müssten dieses und jenes. Wir sind aber an keinem Arbeitseinsatz dabei, sondern wir stehen manchmal nur mit ein oder zwei Leuten auf der Baustelle und quälen uns da drum. Selbst einen Kabelkanal anbohren alleine ist nicht mehr lustig. Da bräuchte man ein bisschen Unterstützung. Heute war jemand mit da, der am Dienstag ja, zur Operation muss, hat also hier mit der Schulter Probleme, aber der hat immer noch zwei Tage vor der OB bis jetzt halb acht auf dem Bau gestanden. Also Hut ab. Ja, es sind einige wenige, die da immer wieder Baueinsätze mitmachen.
Die zweite Geschichte ist in der Nähe von Thüringen, wo also vor 14 Tagen Baueinsatz war. Haben uns auch viele Leute einfach von spontan angerufen, sagen, können wir nicht mithelfen, wir kommen mal vorbei und helfen. So, gut. Also, da wisst ihr erstmal, warum wir hier spät angefangen sind, warum wir es auf Sonntag verlegt haben. Das ist das, was hier gelaufen ist. Und wir wollen Anfang März dann die Toiletten und Duschen in Betrieb nehmen, also das heißt Fliesen, soweit fertig machen, sodass wir Ende März mit den Schulungen anfangen können. Und wir müssen im Frühjahr anfangen, weil wir müssen ja überlegen, wie viele es Wahlkreise gibt. Ja, wir wählen nicht in den Grenzen der BRD, sondern wir wählen in den Grenzen von 1914. Das heißt, die stoff dann auch nochmal nach Polen. Aber die gehören auch dazu, sind Wahlberechtigte. So. Und in Polen haben wir noch gar nichts groß machen können, weil da müssen wir erst noch mit ein paar Leuten dort reden, dass wir Übersetzer haben, was auch immer, damit wir denen die Situation erklären, weil die müssen sich auch drehen, denn ihre Bodenrechte verfallen ja dann auch. So, nun ist immer wieder die Geschichte mit der Gemeindereaktivierung. Da frage ich mich, was wollen sie denn reaktivieren? Na, erstens mal, die Gemeindereaktivierung setzt oft auf der Weimarer Republik, nicht auf dem kaiserlichen Recht. Weil wenn sie auf dem kaiserlichen Recht wären, müssten sie sich nämlich erstmal die Siegelrechte organisieren. So, und da das keine von den Gemeindeaktivierungen haben, haben sie keine Siegelrechte. So, die sind Firmen geworden und Firmen geblieben. Und das Schlimme daran ist, dass sie die Gemeinden, die im Notstandsrecht vom Kaiser stehen, mit diesem Mist in die Weimarer Blick schieben und damit unter die Kontrolle des Versailler Vertrags. So, und das ist allergrößter Hochverrat, der hier passiert. Und die Frau Werding weiß das auch. Die weiß genau, was sie tut. Und ich habe allergrößte Bedenken, dass das sauber ist, die Geschichte. Also haltet die Füße still, inzwischen Gemeinde aktivieren. Die haben nichts aktiviert. Die können es nicht. Die tauchen früher oder später im UBIC auf als Firma. So. Und das Blöde dabei ist, dass sie das freiwillig gemacht haben. Ne? Freiwillig eine Erklärung abgegeben, ja, wir akzeptieren den Versailler Vertrag. So. Die Staatsangehörigkeit haben sie ja auch nicht erworben, weil die kaiserliche können sie nur über eine Verweserwahl kriegen. Nämlich, dass die Wahlkommission den Rechtsstand gibt eines Bundesstaatenangehörigen. Das dürfen die. Und die Bundesrepublik hat diesem Vorhaben sogar zugestimmt. Und zwar ohne daran zu denken, welche Folgen das hat. Die haben nämlich die Europäische Menschenrechtskonvention unterschrieben. Und dort steht drin, dass wir unseren gesetzlichen Gesetzgeber wählen dürfen. Und der gesetzliche Gesetzgeber, das hat nun mal das Bundesverfassungsgericht entschieden. Also Bundesverfassung heißt immer Grundgesetz. Ne? Grundgesetz ist die Bundesverfassung, ein Wort. Hat mit unserer Verfassung vom Staat nichts zu tun. Das ist Besatzungsrecht. So, die haben aber gestattet, dass wir uns einen gesetzlichen Gesetzgeber wählen. So, und jetzt müssen wir ganz sehr aufpassen, was ist denn der gesetzliche Gesetzgeber? Und da hat mich vor 3 oder 4 Wochen jemand mal drauf gestoßen, guck nochmal in das EGBGB rein. Und da steht § 50 EGBGB, das Reichsrecht gilt fort. Ah ja, da steht nicht das staatliche BGB gilt fort, sondern das Reichsrecht gilt fort. So, und jetzt wird es spannend. Was ist denn das Reichsrecht? Das Reichsrecht ist das gesamte Recht, was am 27.10.1918 noch gegolten hat. Also auch das Rustag. Und jetzt wird es ganz interessant. Im Rustag steht, dass eine Einbürgerung zum Beispiel niemand machen darf, ohne Zustimmung der anderen Bundesstaaten. Das heißt, die Bundesrepublik könnte, selbst wenn sie wollte, uns nicht einbürgern, weil das Rustag das verbietet. So, und zwar war die Regelung damals so, dass sie eben keine, sagen wir mal, Landstreicher zu Staatsangehörigen erklären, die dann in einen anderen Bundesstaat umziehen und dann dort Rentenkosten, was auch immer, verursachen oder Probleme machen. So, war eine sinnvolle Regelung. Heute fällt die genau uns auf die Füße. So. Was hat das für Folgen? Das heißt, wir brauchen als erstes die Siegelrechte. Das ist der allererste Schritt. Und dazu müssen wir aufpassen, dass wir dort keine Fehler machen. Wir müssen 2 Siegel wählen, mindestens. Nämlich das lokale, wenn es eins gibt, und das Bundesstaatensiegel. Das Siegel von einem Bundesstaat, in dessen das Zielgebiet liegt. So, die 2 Dinge müssen in einer Wahl durchgewählt werden. Und erst wenn die Wahlkommission das hat, kann die Siegel benutzen, um ordentliche Ausweise für ordentliche Wahlen zu produzieren und Staatsangehörige zu erzeugen. Und die kann die Staatsangehörigen nur am Geburtsort erzeugen, weil die Einbürgerung vom Geburtsort in den Wohnort nur der Verweser darf, beziehungsweise der Amtmann. Und die Wahlkommission kann nur die Rechtsstellung machen. Eine Rechtsstellung ist,
wir gucken ihn so an, als wäre er das, als wäre er eingebürgert. Weil wir müssen ja irgendwann mal wählen, der Staat muss ja handlungsfähig sein. So, das heißt, die Wahlkommission guckt sich den Geburtsort an, informiert die Wahlkommission am Geburtsort, dass derjenige jetzt hier wohnt und sein Wahlrecht hier wahrnehmen will. Damit kriegt er an seinem Geburtsort ein Sperrvermerk verpasst mit einem Verweis auf die Wahlkommission, die denen den Wahlschein ausstellt, und zwar für seinen Wohnort. Dann muss er nämlich an seinen Heimatort reisen. Erinnert uns irgendwie an die Geschichte von Weihnachten und Jesuskind. So, wie ihr seht, wiederholt sich das alles. So, wir haben also mit dieser Verweserwahl nicht nur die Aufgabe, den Leuten ordentliche Ausweise zu erstellen, und zwar mit Siegelrechten, richtige, echte Ausweise, keine solche Reichsausweise, die einfach nur schön bunt aussehen, aber Adler der Weimarer Blick haben oder das falsche Siegel oder Gorki-Siegel, sondern echte Ausweise. Diese Ausweise berechtigen auch dann zum Grenzübertritt. Fakt. So, weil sie sind staatlich, und zwar staatlich, weil sie das Nießbrauchsrecht und das Notstandsrecht gebrauchen. Die Bundesrepublik nutzt übrigens beides. Hört euch noch einmal die Rede von Carlo Schmidt an, bei der Grundgesetzmacher. Gibt es bei YouTube. Hört euch mal genau die Stelle an, wo die Grundgesetzmacher in das Notstandsrecht eingreifen. So, und die Bundesrepublik greift immer dann ins Notstandsrecht ein, wenn sie irgendeinen Notstand herbeizaubern kann. Zum Beispiel, wenn sie sagen, das sind alles böse, schlimme Nazis, wir müssen jetzt als Staat handeln. Wohlgemerkt genau zuhören, als Staat handeln. Nicht Staat sein, als Staat handeln. Die tun als Notstandsleiter irgendwelchen Blödsinn verzapfen, Leute wegspannen, was auch immer, bloß weil die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung wirklich mal haben wollen, die wir nur seit 50 Jahren versprochen kriegen, aber nicht geliefert. So, wir haben nichts anderes als Willkür. Die Leute werden in die GEZ getrieben, und wenn die GEZ nicht bezahlen, dann wird denen ins Haus, das Auto oder sonst was weggenommen. Kann doch nicht wahr sein. Seit wann muss man denn für feinstaatliche Propaganda bezahlen? Und nichts anderes macht ARD, ZDF. Die haben keinen Bildungsauftrag. Weil der Bildungsauftrag müsste von uns kommen und nicht von den Politikern. Solange wir den Politikern kein Mandat gegeben haben, für uns zu handeln, können Verträge von Dritten mit der Rundfunkanstalt nicht wirksam sein. Ganz einfach. Ich habe den Politikern nicht beauftragt, für mich einen Bildungsauftrag auszulösen. Wenn ich das brauche, gehe ich in die Volkshochschule und dann plötzlich mich bilden, wenn ich denke, dass mir das was nützt. Oder ich nehme mir ein Buch her, oder ich fahre mal in einen anderen Staat und besuche dort mal eine Grundschulvorlesung in Geschichte über den deutschen Staat. Da wird man feststellen, dass die ringsherum alle wissen, wie unser Staat heißt, bloß wir nicht. Weil wir eine Bildungslücke verordnet kriegen durch die Alliierten, die sich vorbehalten haben, die Geschichte zu ihren Gunsten umzuschreiben. Nämlich, damit sie keinen Schadenersatz an das Kaiserreich machen müssen. Weil wenn das Kaiserreich nicht mehr existiert, keine mehr Forderungen aufmachen kann, dann passiert das, dass die einfach die Kosten vom 1. und 10. Weltkrieg pauschal umverteilen und möglicherweise eben hier nach Deutschland. Obwohl wir damit nichts zu tun haben. Wir haben zwar eine Reparation bezahlt, aber das ist nur Vorkasse gewesen. Das Geld haben wir wiederzukriegen bei Friedensschluss, weil wir haben nicht angefangen. Inzwischen wissen wir ja, wer die Kriegstreiber waren, weil sie haben ja nur oft genug die große Klappe gehabt. Rothschild und Churchill, was auch immer, die haben ja in Malta groß geprotzt, wie viele Deutsche sie dann noch umbringen wollen. Und auch, was ich jetzt vor kurzem erst wieder gelesen habe, der US-General, der immer so hochgehalten hat, Patton oder wie der hieß, ne, hat er gesagt, dass er lieber was anderes wäre als der Henker von dem besten Volk in Europa. Also weiß man schon, wo die Sache hinlaufen sollte. Also hier ging es nicht um die Beseitigung von Nazi-Deutschland, sondern hier ging es darum, den Wirtschaftsstandort Deutschland platt zu machen. Weil zum damaligen Zeitpunkt, Kaiserreich, war das Deutsche Reich die Nummer 1 in der Weltwirtschaft. Das hat natürlich Frankreich und England gestört, weil die haben sich immer als Piraten und als Weltbeherrscher gefühlt. Plötzlich taucht die USA auf und will auch Weltpolizei sein. Und irgendwann haben die einfach mal Tabula Rasa machen wollen. So, und damit die ganzen kreisfreien Städte in Schutt und Asche legen. Das war das, was Churchill vorhat. Und Churchill war auch daran beteiligt, dass die Lusitania unterging. Weil er hat nämlich verhindert, dass die vom deutschen U-Boot ausgegangene Blockadewarnung an das Passagierschiff weitergeleitet wird, damit es eben beschossen wird. Weil wenn sie bewaffnet sind und in das Sperrgebiet einfahren, darf natürlich ein deutsches U-Boot oder nach den Seerechten des Ersten Weltkriegs das Ding versenken. Dass das natürlich explodiert ist, konnte der U-Boot-Kapitän nicht wissen, weil
Da war unten alles voller Sprengstoff Munition und deswegen hat es so ein riesen Loch eingerissen. Das sind die Zusammenhänge, die man alle wissen muss. So, also der Erste Weltkrieg hatte viele Väter. Und das ging nicht von Deutschland aus, sondern das ging rein von wirtschaftlichen Interessen und von logischen Interessen. Die haben dazu geführt. So, und die sind auch heute noch an der Macht. Es gibt in der Regierung Merkel niemand, der nicht einer Loge angehört. Das heißt, die Loge greift über die Regierung hier bis zu uns durch. Da wird unsere Bildungspolitik beeinflusst, da wird unsere Frühsexualisierung bestimmt, da wird uns erklärt, dass die Homosexualität was ganz Normales ist und jeder ganz schlimmer ist, der das nicht ist. Was haben wir denn noch vom Blödsinn? Dann wird uns eine Kriegsschuld eingeredet, irgendwas, was wir ganz Schlimmes in den zwei Weltkriegen gemacht hätten. Ja, zwischenzeitlich liest man dann von US-Generalen, das ist die Wehrmacht, wo die Armee gewesen wäre, die saubersten Krieg geführt hat. Da wissen wir gar nicht, was ist denn New War, das, was uns die Presse erzählt oder was in Geschichtsschreibung steht. Muss man halt vieles lesen. So, und dann kommt es dazu, dass wir eben nur 5 große Medienhäuser haben, die öffentliche Meinung produzieren. So, die öffentliche Meinung, das ist die Interessenvertretung des Großkapitals und der internationalen Bankster. Nichts anderes. Die haben die Medienhäuser gekauft und deren Meinung wird verbreitet. Und ob das Liz Moon ist oder ob das Friede Springer ist, erstmal egal. Die haben eine vorgefasste Meinung, die wir zu glauben haben. Und deswegen erzählen sie uns immer Märchen. Die Bundesrepublik ist die größte Bundesrepublik der Welt und die Frau Merkel ist die beliebteste Bundeskanzlerin in der ganzen Welt. Lass es ein Schwachsinn. So, das hört man von früh bis abend. Und irgendwann glauben das die Leute. So, und jetzt ist natürlich so, wenn dann so eine Geschichte kommt wie mit dem Reichsbürger und seinen Waffen, obwohl das eigentlich ganz anders war, dass es jetzt kommt, die bösen Reichsbürger, wo wir beim Thema Nummer 2 wären heute. Viele haben mich jetzt mal angerufen, jetzt ist ja was ganz Schlimmes passiert und da haben sie ja hier, da hat ja Waffen und da hat einen Polizisten umgelegt, aber so, was ist denn hier passiert? Erstens mal hat er nur einen Warnschuss abgegeben und zwar überhaupt nicht nach Polizei. Die zweite Geschichte ist, dass der geschossen hat, gar nicht oben im Dachboden war, sondern unten. Das heißt also, der Schuss muss von den Polizeiern losgegangen sein und der hat ihn verletzt. Die haben nämlich am Tatort überhaupt keine Projektile gesammelt. Das ist nicht nur mir aufgefallen, auch vielen anderen, dass die Ermittlungsarbeiten absichtlich nicht so gelaufen sind, wie es immer läuft. Weil es eben, ja, meinen wir dann die Geschichte von einem bösen Reichsbürger hätte nicht stricken können, sondern da hätte man sagen können, die Herren Kollegen Wortmarkenträger haben ihre Dienstvorschriften nicht gelesen. So, die hätten nämlich den anschreiben müssen, dass er seine Waffen abgibt. So, das ist ein ganz normaler Vorgang, das hätte er bestimmt auch gemacht. Die Frage wäre dann nur gewesen, mit welchem Recht. Und dann hätten sie gesagt, dann wäre er ein ideologischer Reichsbürger ist. Und wenn das ein pfiffischer Reichsbürger ist, hätte er gesagt, Moment, wer ist denn hier ein Reichsbürger? Und da erinnern wir uns da an die Gesetzgebung von 1938. Da hat nämlich der Adolf Hitler gesagt, wir basteln uns mal aus den Bundesstaaten angehörigen, weil da gibt es uns zu viel Stress. Wir müssen 26 Staatsangehörigkeiten verwalten. Das geht ihnen auf den Zeiger. Wir müssen laufen, die Umbuchung machen, was auch immer. Andere Staaten haben nur eine Staatsangehörigkeit, es geht auch, machen wir das. So. Der hat aber eben nicht bedacht, dass er keine Gesetze machen durfte, weil das Ermächtigungsgesetz nun mal nicht gültig wurde, aufgrund der Wahlen, was ich vor uns gerade erklärt habe. Folglich war die Staatsangehörigkeit von 1933 und die Staatsbürgerschaft von 1938 Zornberger Schießen. Das heißt, man hat was veranstaltet und es hat null Effekt gehabt. Die Staatsangehörigkeit ist heute immer noch die kaiserliche. Wer das nicht glaubt, guck mal bitte ins STAG rein. Staatsangehörigkeitsgesetz der Bundesrepublik. Ausfertigungsdatum 22.07.1913. Da fragt man sich, wie kommt denn dieses Datum dorthin? Naja, Gesetze ausfertigen darf nur ein Verweser oder der Monarch in der Monarchie. Niemand anders, nicht mal der Amtmann darf das. Nur für sein Siegelgebiet, da darf es, aber sonst nicht. Das Staatsangehörigkeitsgesetz darf also nur der Monarch des Bundesstaates bzw. sein Verweser. Also wenn zum Beispiel in Sachsen, müssen wir Sachsen Verweser wählen, der dürfte das Staatsangehörigkeitsgesetz aktualisieren. So, das hat die Bundesrepublik unterlassen. Weil, wenn es nämlich geändert hätte, wäre nämlich vielen aufgefallen, ey, wir sind ja gar keine freiheitlich-demokratische Grundordnung, sondern wir sind ja immer noch in der kaiserlichen Monarchie. Ach, die liebe Zeit, wir haben ja gar keinen Kaiser, müssen wir erstmal ihn wählen. Und genau diesen Gedanken will die Bundesrepublik gerne vermeiden.
So, und aus diesem Grund haben sie so getan, als wäre alles in Ordnung, weil das Ausfertigungsdatum sagt, du musst den Gesetzestext rausgraben, der am 22.07.1913 gegolten hat. Und da kommt ihnen sofort ein, wir von Gottes Gnaden verordnen. Steht nämlich ganz oben dran. Und dann kommt der ganze Text vom Kaiser. Weil diesen Text hat Österreich und Schweiz an diesem Tag auch mitgeteilt. Damit die wissen, oh, an der Grenze, jetzt kommen die alle hier mit der Bundesstaatenangehörigkeit. So, gut, haben wir das. Das müssen wir überlegen, was wir jetzt noch brauchen. Also, Reichsbürger sind alle die, die sich auf die Gesetzgebung von 1938 zurückziehen. Da fragt man sich, wer ist denn das? Naja, das sind alle Deutsch. Weil die Staatsangehörigkeit Deutsch ist eine Folge des Gesetzes vom 23.03., weil nämlich am 5.02.1934 der Hitler dann eine deutsche Staatsangehörigkeit geschaffen hat. Das ist das erste Mal, dass sie in die Definition des gesetzlichen Textes aufgetaucht ist. Vorneweg gab es eine Diskussion und Veröffentlichung, könnte das machen, aber im Gesetzblatt ist es erstmal dort aufgetreten. So, Problem, der Hitler war nur ein Notstandsleiter, weil aufgrund des fehlenden Ermächtigungsgesetzes kann er keine Gesetze ausfertigen. Hätte er es gedurft, hätte die Bundesrepublik nämlich ganz pfiffig einfach das Ausfertigungsdatum auf den 5.02.1934 gesetzt. Aber da hätte der Besatzer gesagt, ey, das durfte er nicht, da kriegen wir nämlich Spar auf die Finger. Weil Haager Landkriegsordnung geht einem Grundgesetz vor, auch allen anderen Gesetzen. Und dort steht drinnen, in Friedenszeiten, also das heißt, wenn wir nicht jeden Tag eine Revolution machen, ist das Landesrecht zu gewähren. Und das Landesrecht ist das, was am 27.10.1918 gegolten hat. Dass das kein Richter macht, ist eben so. Ja, das ist die Willkür. Aber er unterschreibt ja auch nicht. Er macht eben einen Entwurf, die Gesetze der Weimarer Republik anzuwenden, wenn man denn damit einverstanden wäre. Und wenn man, sagen wir mal, das Ding dann zugeschickt kriegt, muss man einfach nur widersprechen. Das ist kein Urteil, weil ja fehlt die richterliche Unterschrift. Und du bist kein gesetzlicher Richter. Und sei denn, du bestätigst mir das und ich kontrolliere es, ob es bei den Alliierten so ist. Und das macht niemand. Bis jetzt haben sie alle Gerichtskostenrechnungen zurückgezogen, wenn man das moniert hat, dass man kein ordentliches Urteil gekriegt hat. Und dann ist das Ding eingezogen worden, weil nach einem halben Jahr müssen sie endlich mal zur Potte kommen und die Unterschrift erbringen. Das kann kein Richter. Ja. So, nun kommen die Leute mit UCC an. Die sagen, naja, die Bundesrepublik steht im Handelsrecht und die sehen uns nur als Waren und als juristische Person. Also müssen wir uns doch auf deren Sache mal einlassen und mit den UCC ein bisschen rumspielen. So, was passiert denn dann? Vor Gericht sind immer beide Parteien gleich. Auch die Zivilprozessordnung des Staates sah vor, dass wenn der einen Partei etwas zugestanden wird, der anderen das auch zugestanden werden muss. Und was passiert, wenn du anfängst mit UCC? Da sagt der Richter, UCC, das kann ich gut. Dann machen wir das doch mal. Und dann lässt er das ein bisschen laufen, da wird ein bisschen rumgespielt und plötzlich und unerwartet kommt der Gerichtsvollzieher und haut dich platt. Warum? Na, weil der Richter das Handelsrecht viel besser umsetzen kann, weil er dann nämlich dein kaiserliches Recht nicht mehr umsetzen muss. So, das ist das Problem. Das ist also wie beim Schach. Wenn du dir immer die Rochade reingezogen hast, geht das nicht ein zweites Mal. Am nächsten Mal musst du dir was anderes einfallen lassen. So, und sobald du dein UCC-Recht vorgetragen hast, hat die Gegenpartei das auch und dann spielen die mit dir Schraps hat nur verloren, weil der Staatsanwalt und der Richter, die spielen zusammen gegen dich. Und das darfst du nicht vergessen. So. Und die kaspern dann ein bisschen rum und der Rechtsanwalt ist ja auch kirchlicher Rechtsanwalt, weil auch Rechtsanwälte müssen diese Zulassung haben und die haben die nicht. Weil die spätestens dann, wenn sie in der Bundesanwaltskammer sind, eben unterschreiben müssen, dass sie nicht gegen die Abgründe und Fehler des Systems vorgehen. Und damit tun die ihre Mandanten verheizen. Alle. So. Es gibt keinen Rechtsanwalt, der in der Bundesanwaltskammer ist, der seine Mandanten vertritt, wenn das System Unrecht begeht. Machen die nicht. So. Also müssen wir uns selber eine Gesetzgebung schaffen, eine juristische. Ja, ich glaube, ich muss mal jetzt einen Kill kicken. Sind wahrscheinlich wieder mal ein paar Stirnfrieder hier. Bup. Also, habt verstanden. UCC bringt ein Problem, weil wir hier
sich auf das UCC-Recht einlässt, beiden Parteien ist zugestanden worden und demzufolge die Malta-Marsche früher oder später scheitert. Und zwar mit dem Argument, man würde mit diesem Schreiben, mit diesem Akzeptanzschreiben eine Erpressung machen, würde sozusagen Staatsbediensteten, in Anführungsstrichen, erpressen und nötigen. Und da gab es vor einiger Zeit in Weiden mal einen Gerichtsprozess, da war ich mit dabei, wo der Richter genau das gemacht hat. So. Und das ist nämlich die Folge dessen, wenn man sich auf dieses Ding einlässt. Und jetzt frage ich mich, wer macht denn immer dieses UCC oder diese UN-Resolutionsgeschichten oder diese Selbstverwaltung und dann Reichsausweise, sind immer wieder die gleichen Leute, die sich aber nie mal um die Dinge gekümmert haben, die wirklich in die richtige Richtung gehen. Sondern die haben dann immer nach einem halben Jahr eingestanden, scheiße, es ist wieder weg, dann nicht funktioniert. Und dann haben die nächste Scheiße angefangen. Ich habe jedes Mal gesagt, das führt in die Irre, weil wenn ihr das sauber herleitet und jetzt alles mitgeschnitten habt, was ich jetzt von Anfang der Sendung bis jetzt erzählt habe, kriegt ihr den Zusammenhang mit, dass es vom Staat ausgehen muss. Und wenn es nicht vom Staat ausgeht, ist es nicht staatlich. Und wenn es nicht staatlich ist, ist es Weimarer Blick. Wenn es Weimarer Blick ist, ist es Versailler Vertrag. Und wenn es Versailler Vertrag ist, bist du Haus, Frau und Auto los, früher oder später. Nämlich genau dann, wenn der Staat das unterschreibt. So, den Staat gibt es noch nicht. Die Weimarer Blick ist immer noch eine Firma. Aber es soll nach dem Willen von Frau Merkel ein Medienort Weimar geben, das wirklich wie ein Staat aufgebaut wird und der mit den Migranten gebaut wird, weil die Migranten die Staatsangehörigen wären. Und wir dann ganz dumm aus der Wäsche gucken, weil die nämlich dann die Hauptstadt nach Weimar legen, von Bonn nach Weimar. Dann haben wir ein Riesenproblem. So, gut. Jetzt gebe ich das Ding erst einmal in die Runde und ihr könnt gerne Fragen stellen. Ich mache mal das Telefon an und wer jetzt noch irgendwas bisher nicht verstanden hat, kann gerne was bringen, aber bitte jetzt nicht wieder einen neuen Scheiß, wo wir stundenlang diskutieren. Also bitte die anderen Videos auch mit angucken und das verstehen und immer wieder bedenken, wer ist Nutzschutzleiter, wer ist der Staat, wo ist der Weimarer Blick, wo ist der Haken an der Geschichte. So, und der Haken ist immer dann, wenn man in die Gesetzgebung reinkommt. Das heißt, eine Reorganisation von Freistaaten funktioniert nicht. Weil ich, was reorganisiere ich denn? Wenn ich einen Freistaat reorganisiere, reorganisiere ich einen Feinstaat. Ich mache also einen Feinstaat handlungsfähig. Das ist Hochverrat. So, gut. Wenn die ganzen Reichskanzlereien, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt jetzt 15 Stück, das endlich mal begriffen hätten, mal die Stunde sich mal reingezogen hätten von diesem Video, dann würden wir nicht heute hier sitzen und solche kleinen Korinthen kochen, sondern da könnten wir mal einen ordentlichen Rundfunksender auf den Weg bringen, der einfach, sagen wir mal, die Wahrheit bringt und ordentliche Moderation hat. Ich mache ja hier nur Vertretung, ich sage es immer wieder. Ich will am Ende in einem Sender nicht auftauchen. Ich schiebe dann bloß hinten die Regler schieben, aber dort einen Sprecher bauen wir dann. Gibt es ja Leute, die das gut können. Ne? So. Gut, aber da müssen der Ebel und der Schüttke und wie sie alle heißen, eben mal nachdenken und mal ihre eigene Reichsphilosophie mal überdenken und sich mal die ganzen Logos angucken, die sie auf ihre Ausweise drauf schreiben. Und dann wird dann sicherlich ein Seifensieder aufgehen, dass sie nicht im Staat sind, sondern dass sie sich in der Weimarer Blick befinden. Und wenn sie denn einen Staat wollen, dann müssen sie halt mal die richtigen Wege gehen. Also mal die Videos angucken und dann einfach mal überlegen, wie wir eine Verbesserung hinkriegen. So, dann nehme ich mal den ersten entgegen. Ja, Kaiserin.com, hallo. Ja, hallo Uwe, hier ist der Ralf aus Dresden. Ja, Grüße. Grüß dich. Einmal die Frage, ich habe jetzt zum zweiten Mal bei der Landeshauptstadt Dresden eben wegen der Staatsangehörigkeit, ja, also wegen wer verantwortliche Personen sind, ich kriege halt keine Antwort mehr. Ich denke mal, ich komme da nicht weiter, weil die wollen halt nicht mehr antworten, ja, die schreiben auch nur im Auftrag und also du hattest mir mal geraten, einfach zu sagen, ich will Strafanzeige stellen. Naja, warte mal, nee, so schnell. Ich weiß aber nicht, ob ich da dann auch eine Antwort bekomme. Nee, so schnell. Im Auftrag ist doch schon der richtige Enger. Anschreiben die Behörde, wer? Sagen, wer ist der Auftraggeber von im Auftrag? Und dann schreibst du den an. Wer ist der Auftraggeber? Also immer dann, wenn im Auftrag unterschrieben wird, schreibst du hin, wer ist der Auftraggeber? Und das machst du erst mal und dann willst du eine ordentliche qualifizierte Unterschrift unter das Ding. Und dann kommt die total ins Schwimmen.
Ja, genau, das habe ich auch angemacht. Achso, Hast dein Auftraggeber anschreiben. Die ja, Bearbeiterin hat keinen ich habe Sinn. Na, gut. Mach ich mal. hab irgendwie dich nur abgehakt gehört. Ja, es ist leider Jetzt sieht Funk. Also wir sind es hier im aus, als ob ich meinen Mobilfunknetz. Ton ab. So, okay, nochmal. Also nochmal langsam. Schreibe mal bitte die Bearbeiterin an. Sie möchte bitte ihren Auftraggeber nennen, weil du willst mit dem Auftraggeber das selber regeln. Weil anscheinend die Bearbeiterin nicht gewillt ist, Genau, ordentlich. das habe ich angefragt. Ich würde gerne Nicht den anfragen. Du, Auftraggeber du wissen, hast weil im das Schreiben Recht. steht ja nur Ja, genau. Pass auf. Der ja, im Hänger. Auftrag und Ja, wer warte, ist der warte. Auftraggeber, Ja, habe ich gefragt. Aber ja, seit warte. Langsam. ungefähr Ganz 6 Wochen langsam. keine Antwort. Ja, pass auf. Nochmal. Du kriegst keine Antwort. Und zwar musst Ich du, kriege keine Antwort. warte, 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 genau zuhören. Du musst die Bearbeiterin darauf hinweisen, dass du mit dem Auftraggeber das selber regeln willst, weil du erkennst, dass die Bearbeiterin nicht gewillt ist, nach der gesetzlichen Vorschrift zu handeln. Die gesetzliche Vorschrift ist EGBGB, Paragraph 50. Reichsrecht geht vor Bundesrecht. Ja, So, ja. und das sollte der Auftraggeber mal bitte bearbeiten. So, das schreibst du hin. Und dann guckst du mal, was da zurückkommt. Ja, du willst die Bundesstaatenangehörigkeit, du willst diese deutsche Staatsangehörigkeit nicht, du willst doch den gelben Schein nicht, das sagst du denen. Sondern Ja, du willst die genau. Staatsangehörigkeit, die du aufgrund deiner Geburt im Bundesstaat erworben hast, wo du auch keinen Ja. Nachweis bringen musst, weil das wissen sie ja, wo du geboren bist. Deswegen gibt es ja Geburtenregister. Ja, genau. Genau. So, das machst du mal und dann, wenn du das wiedergekriegt hast, dann tust du mir das mal zuschicken oder wir tun das mal am Telefon machen. Aber er hat das keinen Sinn. Alles, was im Auftrag ist, ist nicht unterschrieben. Eine Unterschrift mit im Auftrag gibt es nicht. Es sei denn, die Bearbeiterin kann den Auftrag vorlegen, den schriftlichen Auftrag, dass sie beauftragt ist, zu unterschreiben. Dann ja, sonst ist es keine Unterschrift. Also hier liegt ein Unterschriftsmangel vor. Man nennt das auch, warte mal, wie hieß das gleich? Komisch, es ist einfach schwierig, weil der Ton bricht immer ab. Ja, ich kann es nicht ändern. Also, aber am Telefon müsstest du mich doch eins zu eins hören. Naja, nein, ich höre nicht, ich höre nur noch 50%. Komisch. Soll ich vielleicht nochmal probieren anzurufen? Ich lege mal auf und probiere Kannst du es machen. nochmal. Gut, alles klar. Na dann. Ja, Moment. Blub. Ja, also es kann natürlich passieren, weil wir sind zwar hier im Kabel-Internet, aber das Telefon geht über Funk. Also wir haben hier eine Vodafone-Box hier in der Ecke. Kaiserrundfunk.com, Live-Sendung, hallo? Ja, hallo, hier ist nochmal der Ralf. Also Hm? Entschuldigung, Geht's irgendwo ist besser? was in der Leitung nicht funktioniert. Ich habe nur 30% oder 50% von dir gehört, was Geht's du jetzt besser? Gut. Also nochmal. Dein Problem von dem Schreiben ist, alles, was im Auftrag ist, ist überhaupt nicht unterschrieben. Also im Prinzip könnte das der Genau, ja. Pförtner sein, was auch immer. Es wird bezweifelt, dass ein ordentlicher Auftrag bestanden hat. Und du schreibst jetzt die Behörde an und sagst, ich hätte gerne mal den Auftraggeber gesehen und den Auftrag gesehen. Dass Sie beauftragt worden sind, entgegen der gesetzlichen Regelung vom EGBGB Paragraph 50 abzuweichen. So, und wenn du das hinschreibst, kriegt der Auftraggeber ganz schnell kalte Füße, weil er dann weiß, dass du es auch weißt. Also der Punkt ist, dass sie diese Gesetze, das Bundesrecht sozusagen hinten anstellen, nicht mehr veröffentlichen. So, auch in den vielen Back-Kommentaren werden die heißen Gesetze, also dort, wo drinnen steht, Reichsrecht geht vor oder es ist zunächst das anzuwenden, nicht mehr abgedruckt und natürlich auch die eigenen Juristen irregeführt. So, und du weist bitte darauf hin und sie soll dann bitte sich an die gesetzliche Regelung EGBGB Paragraph 50 halten und dir dann bitte eine qualifizierte Rückantwort geben. So, und dann haben die sogenannten Behörden Riesenproblem. Und dann erwartest du von denen bitte auch noch eine Ernennungsurkunde zur Anstalt des öffentlichen Rechts, damit sie sowas überhaupt machen dürfen. Und genau in dem Moment fallen sie hinten runter. Ja, okay, das habe ich verstanden. Ich berufe mich auf den Artikel 50 BGB. EGBGB, Einführungsgesetz. EGBGB Einführungsgesetz zum BGB. Das heißt, es hier. gibt zwei BGBs. Es gibt das staatliche BGB und das der BGB der Bundesrepublik. Und damit das Bundesrepublikanische in der Bundesrepublik wirksam werden konnte oder durfte, eigentlich darf es nicht sein, gab es ein Einführungsgesetz. Und in dem Einführungsgesetz steht drinne, Paragraph 50, dass zunächst das Reichsrecht anzuwenden ist. Und wenn das Reichsrecht dein Problem löst, ist die Sache nämlich schon Ende. Naja, das EGBGW ist ja wieder ein Problem. Da gab es wieder was mit einem Entzug vom Geltungsbereich oder was auch.
Weiß ich nicht. Jedenfalls, ja, gut. Weiß ich nicht. Einfach hinschreiben, die sollen erstmal antworten. Und dann melde ich wieder nächste Woche oder in 14 Tagen sind wir ja wieder da. Ne? Genau. Gut. Also dran denken, immer wenn was im Einschreiben, im Auftrag kommt, ist es überhaupt nicht unterschrieben. Ne? Weil der Auftragnehmer keine Verantwortung, weder eine inhaltliche noch eine rechtliche nimmt. Du hast aber das Anspruch auf Rechtssicherheit nach dem Grundgesetz, Artikel 20.3. Dass das Grundgesetz nur für die Bundesrepublik gilt, müsste ich nicht interessieren, weil die treten ja als Bundesrepublik auf. Also gilt es für die. Für dich gilt es nicht, weil für dich gilt erstmal das Landesrecht. Und das ist die Schere zwischen der, die dir immer deine Rechte beschneiden, weil die ein anderes Recht anwenden, als dir zusteht. So, und damit das wieder gleich ist, musst du dich auf die Gesetze berufen, die im Grundgesetz stehen, nämlich Artikel 25 Grundgesetz steht drinne: Reichsrecht geht im Bundesrecht oder internationales Recht geht vor. Im internationalen Recht greift die Haager Landkriegsordnung, in der Haager Landkriegsordnung Artikel 43 wird das Landesrecht eingesetzt. So, und das geht allen Bundesrecht vor. Deswegen sagen ja viele Kommunalpolitiker: Was interessiert mich denn das Grundgesetz? Ich habe meine Landesgesetze. Da hat er gar nicht so Unrecht, aber der weiß natürlich nicht, dass seine Landesgesetze nicht die Landesgesetze sind, sondern dass die vom Freistaat sind. Und die sind genauso schon Mumpitz. Sondern mit dem Landesrecht ist das kaiserliche Recht gemeint. So, das wendet aber keiner an. Problem. Ja, ist klar. Gut, Okay. alles klar. Dann werde Na ich dann. nochmal ein neues Schreiben aufsetzen und nochmal. Genau, gehst einfach mal auf die Unterschriftssache BGB 126. Unterschriftspflicht. Das ist keine qualifizierte Unterschrift. Es sei denn, die Bearbeiterin kann den Auftrag vorlegen, den schriftlichen Auftrag, dass sie berechtigt war, sich nicht an die gesetzliche Regelung zu halten. Dann viel Freude beim Verwaltungsgericht. Okay, ich habe es notiert, ja. Gut, alles klar. Gut. Noch eine andere Sache. Ja. Da hat ein Frank aus da bei Zwickau hat sich wegen einem Stammtisch kontaktiert. Ja, ich weiß noch nicht, ich habe noch keine Terminbestätigung. Die erzählen was vom 4.12., aber mit Okay. mir ist kein Termin Ja. abgestimmt. Ich wollte es nur erwähnen, weil du hast jetzt eine nächste Live-Sendung für 4.12. und da müssten wir halt einfach nochmal. Naja, wir kennen es. Das ist natürlich jetzt blöd, weil ich habe jetzt natürlich oben im Titel jetzt schon reingeschrieben, der 4.12. aus der nächsten Sendung. Müsste ich jetzt ändern, aber da müsste ich ihn erstmal persönlich an der Leitung haben. Ja, ich denke mal, die Leute sind da flexibel. Wenn du da einen anderen Ja, Tag er kann ja einsetzt anrufen, er hat ja die mit dem Nummer. Stammtisch, dann ist das auch okay. Und an mir liegt es auch nicht. Ja. Na gut, also. War bloß so, dass der Frank wohl da mit dir schon gesprochen hatte. Ja, wir hatten auch noch keinen Termin ausgemacht. Das war auch nur über Ja, SMS der wollte einfach gelaufen. die Gruppe nochmal erst informieren. Und da, ich glaube, er hatte noch keine Rückmeldung von der Gruppe und deswegen. Ja, hast du Na gut, wahrscheinlich alles dann klar. Dann lassen wir den nächsten rein erstmal, Also, dass wir das nicht ja, zu lang machen. einfach, ja, ihr könnt das ja klären und dann würde ich das schon mitbekommen. Alles klar, okay. Gut. Okay. Ja, tschüss, mach's gut. Ja, danke. Tschüss. Ja, also mit dem Auftrag ist das Ding überhaupt nicht unterschrieben. Na, wenn drauf steht in Vertretung, also I.V., dann ist es eine ordentliche Unterschrift. Auch PPA, also per Prokura, ist es auch ordentlich unterschrieben. Dann müsste man auch gucken, ob wirklich der Prokurist das ist, der unterschrieben hat. Aber im Auftrag ist auch, weil mir gerade so war. Das kannst du also in Rundordner hauen. So, gut. Also nochmal, damit ja keine falsche Stimmung aufkommt. Ich habe nichts gegen das staatenlose Info. Ich habe nur ein Problem damit, wenn sie falsche Informationen geben. Uns zu staatenlosen machen, was wir nicht sind. Eine Rechtsstellung als Staatenloser heißt, die Bundesrepublik guckt uns an wie Staatenlose. Da muss man sagen, zu gewissen Punkten kann man ihr das nicht verübeln, weil wir nach 100 Jahren immer noch nicht in der Lage waren, mal wieder eine ordentliche Regierung zu wählen. Und zwar eine staatliche. Da muss man dann schon an unserem Verstand zweifeln. Das muss man sich auch mal eingestehen. Ne? Also wenn man 100 Jahre lang nicht weiß, wie die Staatsflagge ist, wie die Staatsgrenzen aussehen, was für eine Regierungsform wir haben und dann immer nur Schwachsinn rauskommt, wenn du irgendjemand fragst, dann kann man schon verstehen, dass die Alliierten so eine Zwangsverwaltung sehen.
Wenn ich bei Pegida mit Schwarz-Rot-Gold demonstrieren gehe, weiß ich, der Jenische hat es immer noch nicht verstanden, wie der Staat aussieht. Nee, Schwarz-Rot-Gold ist es. Schwarz-Weiß-Rot ist auch nicht die Staatsflagge, wenn das einer jetzt denkt. Nee, es ist die vom Bundesstaat. Ja, diese. Also Sachsen sieht so aus. Ah, Staatsflagge. Ja. Nochmal rumhalten. Mann, oh Mann. So, na, hier. So. Und die gibt es in jedem Bundesstaat. Ja, zu erkennen an dem roten Ding hier. So, alles, was nicht so aussieht wie das Ding, ist keine Staatsflagge. Schwarz-Weiß-Rot ist die Flagge vom Staatenbund. Der Staatenbund ist nicht notwendigerweise ein Staat. Und es war es auch nicht. So, gut. Haben wir wieder mal Mythos zur Bucht. So, und wenn du staatenlos Info dann irgendwann mal auch mal zu der Erkenntnis kommt, dass wir einfach nur mal eine Verwässerwahl brauchen, dann sind wir nämlich wieder zu Hause im Staat, dann kommen wir sicherlich voran. Ach, die Telefonnummer, ja, warte mal, da muss ich jetzt mal gucken, die hatte ich mal vorne drauf geschrieben. Ja, müsst ihr mal gucken, in der Videobeschreibung steht die drin. Da gucke ich mal. Genau. Also. Da steht jetzt eine andere da. Ach, die liebe Zeit. Ja, da müsst ihr mal, warte mal, ich gucke mal rein in die alten Videos. Ja, jetzt habt ihr mich auf den falschen Fuß erwischt, weil ich habe nämlich jetzt heute einen anderen Account hier auf dem Rechner und da ist eine andere Videobeschreibung hinterlegt. Aber das kriegt man in den Griff. Ihr braucht bloß mal bei YouTube irgendein anderes Video angucken, ein älteres, irgendeine Playliste und dort ist die richtige drin. Warte mal. Wo habe ich denn meine ganzen Videos hingestopft? Ja, also das YouTube wird immer schlechter zu bedienen. Also das ist schlimm, ja. Dann, ach, hier muss man klicken. Also unten steht drin mindestens 30 weitere Elemente anzeigen. Und wenn man dort drauf kommt, kommt man auf die ganzen Playlists. So, zum Beispiel Stammtisch oder Bürgerbewegung. Und in diesen Videos ist noch die originale Telefonnummer drin. Ne? Oh ne, Schwamm, ne. Ach ne, man muss in die Playliste der Live-Sendung reingehen. Genau. Also nochmal, Kommando zurück. Ich kenne meinen eigenen YouTube-Kanal nicht. Also nochmal, bei Playlist reingehen und dann bei Live-Sendung. Und in den Live-Sendungen, dort ist die Telefonnummer eingeblendet. Ich musste mir eine neuere Grafik machen, damit das hier an den alten auch wieder geht. Warte mal, ich kann das gleich liefern. Mal gucken. Die haben es aber alles versteckt hier. Das ist nicht mehr aktuell. Wahlbetrug, na warte mal, hier könnte was sein. Hey, Live-Sendung. Ach ja, genau. In der Playlist Live-Sendung von Kaiserrundfunk.com. Und da muss man irgendwo eine nehmen. Und dann kommt man in der Videobeschreibung. Ja, genau, ich hab sie. Also. 0176 39 730 403. Ich wiederhole nochmal. 0176 39 730 403. Ich poste es mal in den Chat rein. Und dann habt ihr das. Also Chat bei YouTube. Muss mal gucken. Was ist denn hier? So, es müsste im YouTube erscheinen. Habt ihr es ja. So. Live-Sendung, kaiserrundfunk.com. Ich habe mich jetzt gerade mit dem Mikro verhängt. Das ist Petra, hi. Ja, hallo. Wer ist denn da am Telefon? Das ist Petra. Ja, hallo. Grüße. Folgendes. Ich bin immer noch mit staatenlos.info dran. Jetzt schreibt hier einer im Chat, der lebt in Russland, hat sich erkundigt, es wären keine deutschen... Schreiben beantwortet. Weil ich habe das gemacht mit dem,
hier Heimatpaket, was die anbieten. Ja. Ja, also normalerweise. Weiß ich nicht, ob die das wegschmeißen. Nee, du müsstest. Der Staatenlos.info seit 3 Jahren. Naja, na, pass auf. Also, es gibt eine Anweisung von Putin. Also, früher war es so, dass der Botschafter Krinin, wenn er gedacht hat, na, das ist, was er bearbeiten muss, das einfach in Rundordner getan. Und da ist er von Putin abgemahnt worden. Das ist offizielle Statement der Regierung, dass er erstmal alles weiterzuleiten hat. Das Problem ist aber, dass Russland. Also die Russische Föderation sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik einmischen darf. So, jetzt muss man überlegen, was ist denn die Bundesrepublik? Die Bundesrepublik ist eine Firma. Der Putin darf in die Firma nicht reinregieren. Da darf aber in den Staat, darf er was sagen. So, aber er hat keine Staatsangehörigen. Das ist das Problem. Das heißt, wir müssten erstmal einen Verweser wählen und mit dem Verweser würde er reden, muss er auch reden. Aber dazu müssten wir mindestens 2 Millionen auf die Ware bringen. Das ist auch zu schaffen, weil so viele Selbstverwalter gibt es ja inzwischen. Hm. Na, gut. Wenn die Selbstverwalter... 1 Million Selbstverwalter? Ja, das ist ganz, ganz heftig. Also die Bundesrepublik hat ein echtes Problem, weil sehr viele einen Personalausweis abgegeben haben. Weil es hat ganz schön Wellen geschlagen. Damals mit der UN-Resolution. Die sind ja alle noch... Die haben ja ihre UN-Resolution alle noch nicht zurückgezogen. Die Basse auch noch nicht abgeholt. Und das sollte man auch nicht machen. Ja, die Perso abgegeben haben, die hängen jetzt zwischen Baum und Burge. Die haben keine Rechtsstellung als Staatenangehöriger, weil nach Rustag darf die Einbürgerung nur Verweser oder Amtmann machen. So, einen Amtmann müssen wir erstmal wählen. So, und die Wahlkommission zur Verweserwahl, die darf die Rechtsstellung machen eines Staatsangehörigen, wenn sie die Voraussetzung nach Rustag geprüft hat. Und zwar also führt das... Jetzt, muss ich jetzt de facto nichts machen? Naja, was heißt das nichts machen? Oder schmeißen die das weg? Oder? Das habe ich jetzt gerade versucht zu erklären. Putin kann uns nicht die Wahrheit rüberbringen, weil er nicht in die deutschen Medien reingelassen wird. Sonst würde er das machen. Er hat nur gesagt, wenn die Frau Merkel es übertreibt, dann macht er es über sein Medium, also über das russische Fernsehen. So, die Frage ist nur, könnten wir das hier empfangen? Das würde er sagen, nicht. Also da müsstest du auf Intelsat 705 oder wie der heißt, könntest du russisches Fernsehen kriegen oder wieder früher auf 06 West oder so. Aber das hat niemand. Wir haben Astra und auf Astra kommt der Russe nicht drauf. So, er hat jetzt aber die Möglichkeit, über Russia Today das zu machen. Aber wie gesagt, Putin hat gesagt, er macht das nur als Notoption. Das heißt, wenn Frau Merkel wieder mal ihn abmahnen will, dann erzählt er dann mal... Naja, die Frau Merkel hat doch den Putin immer angepfiffen. Mach mal deine Menschenrechtssachen und mit dem Pussy Rio oder wie die hießen, da haben sie doch die ganz schlimm verhaftet und so weiter. Und da hat die Frau Merkel sich doch nur so als Botschafter der Menschlichkeit hingestellt. Und da hat der Putin mal gesagt, welchen Staat vertreten sie? Und da wurde ganz schnell Ruhe geblasen. So, also er weiß um unsere Situation. Aber er hat ja nur auch über Russia Today ein paar Mal durchblicken lassen, dass wir erstmal die 2 Millionen Staatsangehörigen auf den Weg bringen müssen. Wir müssen uns von innen raus bewegen und dann können wir um Putins Hilfe bitten. Weil die Verträge, dass Russland uns helfen muss, gelten nur für den Staat, nicht für die Bundesrepublik. Und der Staat ist das Kaiserreich. Wenn aber im Kaiserreich keiner abnimmt, was soll er dann machen? Das ist das Problem. Deswegen hat Putin Krinin angewiesen... Kriegst du die Leute zusammen? Ne, wir müssen uns einfach nur im Frühjahr bei den Versammlungen zur Gründung der Wahlkommission treffen. 200 Wahlhelfer, also die Wahlkreise leiten, werden Ende März in die Versammlungsräume eingeladen und dort kriegen die erstmal eine Schulung, was der Reihe nach passieren muss und dann müssen die in ihren Heimatort fahren und dort in die Gottenkneipen und größeren Lokalitäten gehen und dort vor Ort ihre Wahlhelfer noch zusammenziehen. So, das läuft an mehreren Wochenenden, ich würde sagen, an vier Schulungen über 4 Wochenenden wollen wir diese Leiter der Wahlkommissionen machen. Das sind 200 Leute verteilt über das gesamte Bundesgebiet. Dann kann man sich über ungefähr ausrechnen, dass pro Bundesstaat vielleicht eine Handvoll an der Schulung teilnehmen, damit in jedem Bundesland wenigstens 5 da sind. So. Und dann werden wir 4 Wochenenden machen. Und dann müsste eigentlich jeder auf den Stand sein. Und bis dahin wollen wir auch das ganze Papierzeug fertig haben. Also, dass jeder einen Aktenordner mitnehmen kann, wo alles drin steht. Jeder, was er machen muss. Das wollen wir aber nicht machen, jetzt, wo wir noch Baumaßnahmen machen können, im Freien, wo noch kein Frost ist. Sondern das machen wir, wenn Sauwetter ist, wenn Frost ist, wenn wir nichts mehr an Baustellen machen können. Aber sag mal, kannst du mir mal sagen, warum staatenlos.info sich da jeden Tag hinstellt?
Ich weiß es doch ohne. Der Klaassen hat auf jeden Fall signalisiert, dass er sich alles angeguckt hat, was wir bis jetzt gemacht haben. Und da ist in gewisser Weise seine Theorie ein bisschen zerplatzt. Weil er muss wohl eingesehen haben, dass der Staat und der Weimarer Blick und der BRD, dass das alles nicht so richtig funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. So, also er weiß inzwischen auch, dass die Bundesrepublik uns nur die Rechtsstellung eines Staatenloses verordnet. Und zwar wieder aller gesetzlichen Regelungen. Die dürfen es nicht, die machen es aber. So, die haben nach Genfer Konvention die Staatsangehörigkeit korrekt festzustellen. Es gibt aber in der Bundesrepublik keine rechtliche Ordnung, die Gemeinde bzw. den Bund verpflichtet, das auch wirklich zu machen. Außer die Genfer Konvention. In der Genfer Konvention steht es drin, dass es zu machen ist. Machen es aber nicht. Weil sie auf dem Ämtern dir nur blödes Zeug erzählen. Von wegen, das Stack, wir haben unsere Anweisungen, wir schreiben nur im Auftrag. So, du redest also dort wie mit Blöden. Das ist das Problem. Ne? So, und deswegen musst du an den Auftraggeber ran, weil der Auftraggeber ist der Vollhafter, nicht der Bearbeiter. Die machen eine Haftungsfreistellung. Das heißt, die verheizen ihre eigenen Mitarbeiter dafür, dass man irgendwann ein internationales Gericht kommt und sagt, du Landrat, du warst dafür verantwortlich, dass die Leute keine ordentlichen Staatsangehörigkeiten gekriegt haben. Jetzt haben wir das Migrantenproblem, jetzt haben wir hier eine Terrorgefahr. Du bist der Einzige, der dafür privat einstehen muss. Und dann wird er sagen, ich habe ja gar nichts, ich habe bloß mein Haus, mein Auto. Was soll ich denn jetzt machen? So, da ist es aber zu spät und deswegen müssen wir uns drehen. Und vor allen Dingen auch mal auf den großen Demonstrationen die Leute darauf hinweisen, Schwarz-Rot-Gold ist nicht die Staatsflagge. So, zum 115. Mal. So, und wenn nämlich ja, bei solchen und was Pegidos... Muss ich jetzt irgendwas zu den Leuten da hinschreiben? Ja, ich weiß es da ohne. Keine Ahnung. Ich hab mich nur bereit erklärt, ich setze mich gerne mal mit dem Klaassen bei laufender Kamera hin und dann tun wir uns mal untereinander einen Wissensabgleich machen. Da kann er mir mal seine Theorie erklären, wie er mir beweist, dass ich ein Staatenloser bin. Da bin ich ja sehr gespannt. Ja, das hat ja nicht nur was mit den Staatenlosen zu tun, sondern er sagt ja, man kann nur die Verfassung von 1919 annehmen. Und die habe ich auch noch. Nee, nicht. Die darf man nicht annehmen, weil das ist der Versailler Vertrag. Da, ja, und du schreibst den Versailler Vertrag. Er sagt eben halt, dass es geht nur diese Verfassung. Nee, eben nicht. Es geht eben gerade die nicht. Das ist ja gerade das Schlimme. Die 1919er Verfassung. Ja, aber deswegen sage ich doch, was muss ich jetzt dorthin schicken, damit ich das revidieren kann? Naja, du kannst bei kaiserrundfunk.com diese R11 runterladen. Und damit kannst du das eigentlich rückgängig machen. Und das muss ich an die Botschaft schicken, oder was? Kannst du machen, ja. Weil du ja gesagt hast, ich muss erst mein ganzes Vermögen... Nö. Ich habe dich nicht gesagt. Das kann ich ja nicht machen, nee. Weil mein Mann gestorben ist. Nee, ich habe überhaupt nichts mit Vermögen gesagt. Das ist nicht von mir. Na doch, das hat sie mal in einem Video gesagt. Nö, was denn? Welches Video? Mit R11 und so weiter. Nichts mit Vermögen. Es hat nichts mit... nichts mit Vermögen. Mit Vermögen hat es gar nichts zu tun. Die R11, mit der R11 weißt du das Amt an, deine Bundesstaatenangehörigkeit auszugeben. Hat nichts mit Vermögen zu tun. Was du vielleicht missverstanden hast, ist diese 50.000 Euro, die auf dem kaiserlichen Konto vor jedem Staatsangehörigen hinterlegt sind. Dort kommst du aber erst dran, wenn der Verweser gewählt ist, nach der Verweserwahl. So, dann wird dein Rentenkonto ausgeglichen. Da wird der Bund sagen, na, der hat doch bei uns hier gelebt und geheizt und gewohnt. Wir wollen nur was ab davon. Und dann muss der Verweser sagen, na, so und so viel kannst du kriegen oder so und so viel haben wir noch zu kriegen. In der Regel wird es anders sein, weil ja die Bundesrepublik über dem erlaubten Steuern eingezogen hat. In der Haager Landkreisordnung steht drin, dass sie nur so viel Steuern erheben dürfen, wie die notwendigen Verwaltungskosten sind. Plus Besatzungskosten. In Mitteldeutschland gibt es aber keine Besatzungskosten, weil Mitteldeutschland demilitarisiert. Da gibt es keine Besatzung. Da ist noch Bundeswehr und die dürfen hier nur durchfahren oder mal winken. Aber sonst ist nichts mit Besatzung. Der Russe hat es nämlich aufgehoben. Da hängen ja jetzt die Amis. Dürfen sie nicht. Die sind nur auf Gaststationen dort. 2-3 Tage und dann fahren die weiter. Ja, nicht ständig stationiert. Ich habe vor 2-3 Tagen wieder einen Bericht gelesen. Ja, aber das hab ich jetzt offiziell gehört, das ist immer nur zum Tanken und zum Erholungsurlaub oder was auch immer. Die versuchen da so wie ein Gummiband das so lange zu dehnen, bis Putin mal durchlangt. Also Fakt ist, die Amis dürfen ja nicht stationiert sein. Das ist nicht erlaubt. Wenn die Manöver machen, dürfen sie es. Nur dann. Also wenn ich die R11 hier bei der Stadt abgebe, ist das revidiert. So ist es, ja.
Genau, aber mit deinem Vermögen, wie gesagt, da kann erst der Verweser was machen. Das, da habe ich nichts anderes. Weil du ja mal gesagt hattest hier, bevor man hier überhaupt was macht, weil die ja auch sich sonst was einfallen lassen und ja, gegen die Leute eben halt vorgehen. Ja, und da habe ich gesagt, haltet den Ball so tief wie möglich, weil erzeugt keine unnötigen Konfliktpunkte mit dem System. Nee, eigentlich nicht. Mit der A11 weist du deinen Bearbeiter an, dass er dir die Bundesstaatenangehörigkeit rausgeben soll. So, und genau mit der Abgabe läuft im Prinzip die Frist von international sind es 3 Wochen, wo die das bestätigen müssen. Und wenn die es nach dieser Frist nicht machen, haftet der Bearbeiter privat unbeschränkt für alle Folgen, auch für die Rentennachteile. Dass der möglicherweise nichts hat, na, dann muss der Bund das übernehmen. Das ist ja nur immer so. Aber es ist ja gut, wenn der Bund dann Haufen Schulden aufhält, weil er eben die Bundesstaatenangehörigkeiten nicht rausgibt. Ist doch gut. Deine Rentenansprüche hast du gesichert, wenn das Ding abgegeben hast. Weil die müssen in deinen Personalstammdaten das eintragen, dass du die Bundesstaatenangehörigkeit verlangt hast. Na, wie ist denn das mit den Rentenansprüchen? Ich bin ja nur selbstständig und zahle dort nicht ein in die Rentenkasse. Also der Bund kann überhaupt keine Renten bezahlen. Was die als Rente bezeichnen, ist im Prinzip wie eine Dividende ihrer großen Firma BRD. Aber das Rentenkonto hat der Staat. Wie in jedem anderen Staat verfügt der Staat über ein Rentenkonto. Das Rentenkonto ist aber beim Kaiser. Der Kaiser hat da immer noch nichts abgehoben und auch nichts einzahlen können. Na, das ist eben durch die Handlungsunfähigkeit passiert. Trotzdem entsteht ein Rentenanspruch. Und zwar sehr hoher. Und dieses Geld liegt zurzeit in Basel und auf Eis. So, weil der Besatzer sonst dafür aufkommen müsste. Wenn es die Bundesrepublik in die Hände kriegt, würden sie es einfach den Migranten vorwerfen. Und so wird dieses Geld, was die wirkliche Steuer ist, erstmal diesem Steuerkonto zugeschrieben. Und die Bundesrepublik darf sich immer mal dort eine Scheibe abschneiden. So funktioniert das. Na? So, und da haben nur irgendwelche, haben da mal rausgekriegt, wie die Steuernummer heißt und wie dieses Konto heißt und haben da mal versucht, ein paar Cent zu überweisen, um nachzuweisen, dass das Konto wirklich existiert. Also es ist da, aber der Durchgriff selber ist eben von einem Besatzer eben reglementiert, solange wie wir keinen Staat haben. Wenn wir einen Staat haben, müsste der Bund im Prinzip seine Bundesschulden bezahlen, weil es sind ja keine Staatsschulden, sondern Bundesschulden. Und dann würde das Staatsguthaben mit deinen wirklichen Steuerrückständen verrechnet. Und die sind aber minimal, weil der Kaiser hatte bloß 14% Steuern. Mehr gab's nicht. Und dann müsstest du aber schon ein Wohlverdiener sein. Also so wirklich richtig, richtig Knete haben. So, das heißt, wir würden als Staatsangehörige eine ordentliche Rentenaufstockung kriegen, beziehungsweise auch eine Steuerrückerstattung. Da könnten wir sicherlich erstmal 5 Jahre Flatrate Urlaub machen. Gut. Also aber, wollen die uns hier richtig bescheißen? Ja klar. So, und jetzt, wir haben aber noch ein Jahr Zeit, das in Ordnung zu bringen. So, mit einer Verweserwahl können wir das an das Rentenkonto ran, können wir ordentliche Ausweise kriegen, können wir eine Entschuldung kriegen des Ersten und Zweiten Weltkriegs, weil der Verweser von Preußen darf das Kriegsende erklären. Also der Verweser von Preußen, königliche Linie von Preußen, darf das Kriegsende erklären. Mit Erklärung des Kriegsende ist der Staat wieder handlungsfähig. Eher geht's nicht. Hm? Na, und Putin würde uns mithelfen. Ja, aber erst wenn der Staatsangehörige sieht. Er sieht keinen, weil wir uns immer in die falsche Richtung bewegt haben. Wir sind staatlos Info hinterhergerannt oder wir sind in den Reichskanzlereien hinterhergerannt. Der Putin kann natürlich nicht sagen, macht mal mit der Reichskanzlerei, weil er weiß, dass das falsch ist. Weil die alle mit der 1935er Staatsangehörigkeit um die Ecke kommen oder mit der 1919er Verfassung und keiner ordentlich mit der Bundesstaatenangehörigkeit. Nur auf diesem Level kann uns Putin helfen, weil das ist der Staat. Alles andere ist Feinstaat. Hm. Ja? Ja, und das muss man verstanden also haben. Also er jetzt als Besatzer ist nicht negativ gegenüber uns eingestellt. Nee, er hat das Problem, dass er ja die Russische Föderation vertritt. Das ist nicht die Sowjetunion. Der Kriegsgegner des Zweiten Weltkriegs ist die Sowjetunion. Damit hat Putin nichts zu tun. Die Sowjetunion ist im Prinzip der Besatzer für das Russische Reich. Ja, wie die Amis hier Besatzer sind, ist die Sowjetunion der Besatzer von dem russischen Zarenreich gewesen. So, Medvedev ist ein rechtmäßiger Thronfolger vom Romanow, also dem Monarchen. Ja. Er und Putin arbeiten miteinander zusammen und versuchen,
aus den Überresten der Sowjetunion und dem derzeitigen Wirtschaftssystem, was so ein Mischmasch ist aus Oligarchie und Bewegung in die richtige Richtung, also noch nicht ganz auf 100%, aber sie versuchen, die Kurve zu kriegen, um dann irgendwann wieder in das staatliche Recht, staatliche russische Recht zurückzukehren und den Romanows die Regierungsverantwortung für die Leitlinien der Politik zurückzugeben. Und der Regierungssitz wird aller Voraussicht nach in Ekaterinburg sein, nicht in Moskau. Also früher war es mal Petersburg, wird wahrscheinlich in Ekaterinburg sein. Und dort wird also dann auch der Geist, der geistliche, da mal die geistliche Führungselite dort sitzen. Ja, also die russisch-orthodoxe Kirche. Und dort soll eben auch dann der staatliche Vertreter sitzen, der aber nichts anderes macht, als Leitlinien rausgeben. Die Regierungsverantwortung und auch die Leitung des Staates ist bei einer Föderation in einem Parlament verortet. Ne? Brasilianisches Staatsmodell. Die haben eine Firma, die dann die Staatsverwaltung macht, und die haben eine Regierung, die die Leitlinien macht. So, die einen machen wirklich nur auf Anweisung, fertigstellen Ausweise aus, fertigstellen Visa aus, ziehen dann eine Steuer ein, stellt dann irgendwelche Bescheide aus, das macht alles dort eine Firma. Ist super, läuft einwandfrei. Und die Regierung kümmert sich nur um Probleme der Politik, um das große Gegensteuern, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft. So, und das hat Amerika gestört und deswegen haben sie versucht, die Dilma Rousseff wegzubutschen. So, wie das nun gelungen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall rumort es dort wieder mal, weil CIA und ähnliche... Ne? So, und wir brauchen auch was. Wir brauchen im Prinzip eine deutsche Föderation. Also ein Parlament, was den ganzen Regierungsalltags Mist abarbeitet, aber die Regierung sich um die eigentlichen Probleme des Volkes und des Landes kümmern kann und sich nicht um irgendwelche Detailfragen kümmern, weil das ist Verwaltungssachen. Das kann eine Firma übernehmen, aber sie muss sich eben an das staatliche Recht halten. Und das ist bei der Bundesrepublik ein netter Fall. Sondern die machen Willkür und tun Transatlantikbrücke und Logenarbeit hier machen. So. Und dadurch kommt dieser ganze Mist und diesen ganzen Ärger, den wir jeden Tag ertragen müssen. Hm. Mhm. Na, die AfD kommt mir ja auch nicht koscher vor. Ich denke, seit mal, 19... die Merkel, die hat sich wieder aufgestellt, damit der AfD mehr Stimmen kriegt. Ja. Ich weiß es nicht. Ich hab jetzt vor kurzem ein Bild einer Ortsgruppe der AfD gesehen, da machen sie alle der Raute. Da weiß ich nicht, haben die alle, ist das fake? Ist das, ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Aber ich habe kein gutes Gefühl dabei gehabt, wo ich das gesehen habe. Das Raute-Zeichen ist ja das Zeichen des Pnei Brit, ne? Baalskult, also Satanismus. Ja, gut. Also, ich kann jetzt nichts anderes sagen. A11 abgeben und dann müssen wir sehen, dass wir im März die Verweserschulung machen und dann so schnell wie möglich durchwählen. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Wir haben nur noch bis zum Herbst nächster Zeit. Danach ist sowieso vorbei. Dann wird wahrscheinlich Ausnahmezustand oder irgendwas kommen. Kriegst du so viele Leute zusammen? Ja, wir müssen so viele Leute zusammenkriegen, dass man die Wahl machen kann. Und das muss jeder Reichskanzlerei und jeden staatliches Info und was auch immer, die mit dem System nicht einverstanden sind, die endlich mal klar werden. Weil ich tue dann nicht schon seit 2 Jahren Aufklärung machen. Nur zu dem Thema. Bin schon länger da an der Täte, aber weiß die Leute immer noch nicht begreifen, wie der Staat ist, wie die Grenzen aussehen und so weiter. Und das erzähle ich in jeder dritten Sendung. Also. Vor allem, das kann ja auch jeder nachprüfen. Es ist nicht so, dass ich das einfach erzähle. Dann kann ja jeder in die alten Gesetze reingucken. Gesetz über Verfügung über die Auflassung vom 18. Mai 1918 steht es drin, dass das Kriegsende durch die königliche Linie von Preußen erklärt wird. Also das heißt, der Verweser der königlichen Linie von Deutschland muss das Kriegsende erklären. Damit würde der Staat wieder handlungsfähig sein. So, das kann nur ein Verweser machen, beziehungsweise rechtmäßiger Thronfolger, der nicht am Putsch gegen den Kaiser beteiligt war. Und alle vor Stefan Ratzeburg haben sich an dem Putsch beteiligt. Das heißt, er wäre der nächste mögliche Monarch, wenn er denn wollte und könnte. Aber dazu müsste der Verweser ihn in das Amt einführen. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Er wäre auf jeden Fall rechtmäßiger Thronfolger, weil allen anderen Thronfolgern vor ihm kann man die Beteiligung am Putsch nachweisen. Alle. Er hat keine Schuld, weil er hat es auch erst sehr spät erfahren, eigentlich. Und er hat die Kurve gekriegt. Jetzt macht er momentan mit Fitzek irgendwas. Ich weiß nicht, ob das so seine neue Strecke ist, aber er weiß, wir haben miteinander auch schon mal geredet,
was auf ihn zukommt, wenn er eingesetzt wurde. Und er bereitet sich momentan darauf vor. Liest viel, guckt seine alten Archive Fitzek, alle durch. Ist das nicht Sonnenstaatland? Nee. Fitzek ist Königreich Deutschland, aber will aber so geistliches Deutschland machen. Also hat nicht vor, eine politische Führungsposition einzunehmen. Er hat da so verschiedene Vorstellungen, klingt alles ganz gut, aber es ist nicht das, was uns hilft. Wir brauchen einen Verweser, der in die völkerrechtlichen Rechtsnachfolge vom Kaiserreich einsteigen darf. Und der muss auch eine ordentliche Grundhaltung haben, darf keine Willkür machen, also kein neuer Gewaltherrscher, obwohl er natürlich gewisse Dinge durchsetzen muss, auch mit militärischer Gewalt, wenn es sein muss, weil du sonst in diesen Staat einfach keine Ordnung reinkriegst, weil er sonst geplündert wird. Unsere Konten geplündert werden, die Leute einreichen und was, und das müsste auch Verweser verhindern. So, und da muss er sich einem durchsetzen können. Und durchsetzen kann er sich erst nach der Wahl, wenn er Russland als Schutztruppe bestellt. Eine ähnliche Möglichkeit. Weil von der Bundesrepublik wird er keine Hilfe kriegen. Ganz einfach. Na gut. Aber es ist möglich. Ich sag mal, du kannst dir überlegen, wie viel haben sie denn, wenn sie normalen bundesrepublikanische Wahlen machen, als Wahlhelfer. Guckst du mal so rum, wie viele Wahlkreise gibt, wie viele da immer da sitzen, solche Pappnasen. Da weißt du, wie viel wir brauchen. So. Und das müssen wir einfach auf den Weg bringen. Ich habe zu meinen Bekannten gesagt, holt euch mal alle Unterlagen, damit ihr Rustag 1913 nachweisen könnt. Aber wie willst du es denn machen? Wie willst du denn den Nachweis erstellen? Du brauchst das Siegelrecht, weil erst mit dem Siegel wird das Dokument zum Dokument. Na? Ob das aus dem Laserdrucker rausgelassen ist oder ob das auf Pergamentpapier geschrieben worden ist mit der königlichen Feder, ist erstmal egal. Entscheidend ist, muss das staatliche Siegel drauf sein. So, und das staatliche Siegel darf nur der nutzen, der das rechtmäßig nutzt. Das war der damalige Amtmann oder derjenige, der durch ein Referendum, was wir machen wollen, im Rahmen der Verweserwahl diese Siegelrechte erwirbt. Und zwar durch einen Mehrheitsentschluss. Also müsste mehrheitlich in einem Siegelgebiet die Leute dafür sein, dass sie alle wieder ordentliche Ausweise kriegen. Und das ist der Einstieg in einen ordentlichen Ausweis, eine ordentliche Staatsangehörigkeit, Rechtsstellung erstmal. Und dann nach der Wahl kann der Verweser durch einen Verwaltungsakt alle einbürgern, die formal die Prüfung, die die Wahlkommission schon vorab vorgenommen hat, wenn da keine Widersprüche auftauchen, die sind dann eingebürgert. Und dann geht das ganz normal los, wie in einem ganz normalen Staat. Nämlich, ja, aber Rätewahl. Sag mal, du musst ja, wenn du jetzt so eine Wahl machst und ich will jetzt mitwählen, muss ich ja mit meinen Geburtsurkunden und alles bei dir antreten. Nee, nicht bei mir. Du müsstest zu deiner Wahlkommission in deinem Ort gehen. Und die müsste der das vorlegen und die müssten das prüfen. Ich habe ja keine Wahlkommission. Ja, die müssen wir ja im Frühjahr. Ich komme nicht vom Arsch, dann geht's hier noch. Nochmal, hier wir müssen im Frühjahr. Die Ausländer, ja. Gar nicht, wenn ich meine Bekannten anspreche, habt ihr ja mal eure Unterlagen geholt, die Geburtsurkunden, das müssen wir mal noch machen. Also nochmal, im Frühjahr werden wir die Wahlkommissionen aufstellen. Wahlkommission kann ganz normal wie ein Verein gegründet werden und die erhalten ihre Befähigung durch Entlastung nach der Wahl. Ne? Im Notstandsrecht wird erst der Not abgeholfen, danach kommt die Entlastung. Mit der Entlastung wird die notstandsrechtliche Handlung zum Gesetz. Also, das heißt, die Wahlkommission macht die Prüfung der Unterlagen, ist derjenige überhaupt noch Rüstock Deutscher? So, dann stellt die das fest und stellt einen eigenen Bescheid aus. Also da steht Siegel, außenrum Notstandsrecht 1914, Wahlkommission, innen drinnen das Siegel des Bundesstaates. Mit dem wird das Dokument gesichert. Mit diesem Dokument gehst du erstmal wählen. So, wenn die Wahl gelaufen ist, keine Wahlanfechtung gekommen ist, was auch immer, und der entsprechende lokale Verweser von deinem Bundesstaat gewählt ist, dann tut der die Wahlkommission entlasten, weil nach Ablauf der Wahlanfechtungsfrist alle damit einverstanden sind, dass das so erstmal in Ordnung gegangen ist. Und mit dieser Entlastung wird alles das, was die Wahlkommission gemacht hat, zum Gesetz. Wie als wenn es von Anfang an ein Gesetz gegeben hat, dass die Wahlkommission das zu machen hat. Aber rückwärts, geht ja nicht anders im Notstandsrecht. Muss auch schon mal die Not abgeholfen werden. Ich bin in Preußen geboren. Genau, dann müsstest du Du hast in Chemnitz jetzt zum Beispiel deine Wahlkommission. Genau. Ich komme mit meinen Unterlagen zu dir. Ich wohne ja nur im Königreich Sachsen. Ja, genau. So, die Wahlkommission im Königreich Sachsen würde jetzt nach Preußen telefonieren. Unterlagen nach.
Nein, die Wahlkommission in Sachsen würde dein Unterlagen angucken und würde in Preußen rausfinden wollen, wer an deinem Geburtsort für die Wahlkommission zuständig ist. Und würde sagen, die Frau sowieso, die ist in Sachsen jetzt, die will hier wählen, die kann aber dann nie nochmal am Geburtsort extra wählen. So, und dann wird es dann. Ist ja egal, ich wähle immer. Genau. An deinem Geburtsort wurde Sperrvermerk eingerichtet und dann wurde an deinem Wohnort dir die Wahlberechtigung zugestellt. Die Wahlkommission würde mit ihren eigenen Siegeln das erstmal siegeln, bis das Referendum über die Benutzung der Siegelrechte durch ist. Weil du musst da zweimal wählen. Erst das Referendum wurde Siegelrechte und dann die Verweserwahl. Das ist an zwei verschiedenen Tagen. Also macht ihr das im Grunde genommen so, dass in jedem Bundesstaat zumindest eine Wahlkommission erstmal ist? Ja, genau. Wir werden aber mehrere brauchen. Aber mit einer können wir erstmal anfangen. Hm. Ja? So, und dann brauchen wir zwei Schiedsgerichte. Eine für das Siegelgebiet, eine für den gesamten Bundesstaat. Muss in jedem Bundesstaat müssen zwei Schiedsgerichte geben. Hm. Ja? In Ulm haben sie zum Beispiel alles schon fertig. Die sind, könnten im Prinzip dann schon anfangen. Oh, da weiß ich auch für Bescheid. Ja? Ja. Wir in Sachsen, wir haben zu anderen geholfen, sind aber selber noch nicht so richtig vorangekommen. Aber wir haben inzwischen schon Räume, wo wir tagen können. Warte mal, mein Mike macht hier einen Abgang. Haben inzwischen schon Räume, sodass wir also hier in Sachsen nicht bauen müssen. Aber in Thüringen müssen wir bauen und in Bayern müssen wir bauen. Wir haben noch keine großen Versammlungsräume. Mhm. Na, und deswegen müssen die Sachsen dort noch ein bisschen aushelfen. Mhm. So, und im Frühjahr sind wir aber dort auch durch und dann können wir flächendeckend das alles machen. Vielleicht auch mit einer Live-Schaltung, dass wir nur an einem Ort einen Vortragsredner haben und alle anderen dann, dann das Live-Bild irgendwo über YouTube ziehen. Mal sehen. Sag mal, was hältst du jetzt von dass Trump gewählt wurde? Wer? Was hältst du davon? Ach ja, Trump. Ja, ist ein heißes Thema. Also, zunächst erstmal muss man wissen, Hillary Clinton steht für die ganzen Neokonservativen. Also, ist die Fortsetzung vom Bush-Family und der Banausen, die das World Trade Center zum Einsturz gebracht haben. Man muss es einfach mal so sagen. Und Donald Trump ist so ein waschechter alter Amerikaner, der noch auf die alten amerikanischen Werte, die es ja nicht mehr gibt, weil die USA ja auch nicht mehr souverän sind. Nachdem ihre Notenbank 1929 auf den Rücken gefallen ist, sind sie ja auch nur eine Firma. So, aber er will das alte Amerika zurück. John Wayne-Stil, sag ich mal. So. Ich sage mal, ist das kleinere Übel. Das ist nicht der optimale Präsident für Amerika, mit dem man zusammenarbeiten könnte, sondern er ist noch so auf dem Weg dorthin, sage ich mal, aber noch nicht angekommen. Weil er kann das auch nicht verkaufen, weil das Volk in Amerika noch größere Schlafschafe sind wie mir. Hm. Na, wenn irgendwas in dem Walmart nicht stimmt, dann gehen die alle auf die Barrikaden, aber das ist in ihrem eigenen Land, die Zahlungsunfähigkeit, das interessiert die alle nicht. Weil die haben gesagt, wir haben einfach neue Dollars gedruckt und dann ging es weiter. So, Trump ist aber einer der Ersten, der im Prinzip das gesamte Wirtschaftssystem intensiv analysiert hat. Er hat riesengroße Statistiken zusammengebaut. Was ist denn die USA wert? Im Fall, es kommt mal der große Default, also diese Staatsverschuldung. Was wäre denn das wert? Jeder Acker, jeder Mensch, der da lebt, die ganzen Patente und so weiter. Da hat er Riesengeld investiert, um, sagen wir mal, statistische Zahlen zu erheben, was die Vereinigten Staaten wert sind, also welche Finanzmacht und so dahinter steht, um erstmal reale Werte zu haben. Das hat kein Präsident vor denen gemacht, so einen Aufwand getrieben. Das hat er schon gemacht. Das ist vor YouTube, bei YouTube vor ein Jahr kam da mal so eine Reportage drüber. Ja, und gut, und da hat das alles aufsummiert und hat das analysiert und hat sich einen Plan gemacht. Und den setzt er Schritt für Schritt um. Aber er kann momentan nicht handeln, weil er erst im Januar eingesetzt wird ins Amt. Hm. Jetzt, aber der läuft auf derselben Schiene, alles wieder zu verstaatlichen. Na, was heißt verstaatlichen? Die USA sind ja kein Staat. Das sind ja auch nur eine Firma der City of London. Aber dass das wieder zurückgeht in den Staat. Er wird die alten Bundesstaaten wieder herstellen, was Alabama schon gemacht hat. Die sind nämlich 1974 schon mal ausgetreten aus den USA. Die gehören schon nicht dazu. Und Washington selber ist auch kein Teil der USA, die sind auch für sich. Und er wird wahrscheinlich eine Sezession machen, das heißt, jeder Bundesstaat wirtschaftet für sich. Und nur dann, wenn es grenzüberschreitende Probleme gibt, wird irgendjemand reinregieren. Das heißt, es kommt letztlich, läuft darauf hinaus, dass die Gouverneure der Bundesstaaten in den USA die Regierungsgewalt in die Hände kriegen und dann zusehen müssen, wie wir so Runden kommen. Das Problem an der Geschichte, weshalb es wahrscheinlich nicht funktioniert ist, dass manche Bundesstaaten bei denen autark sind und manche nicht.
der Mittlere Westen. Wie wenn Sachsen jetzt autark wäre. Sachsen ist autark. Also Sachsen ist das einzige Bundesland in neuen Bundesländern, die ohne fremde Hilfe überleben könnten. Berlin geht nicht, MacPom ist. Sachsen würde das schaffen. Sachsen, auch Thüringen. Thüringen ist an der Grenze. Also Sachsen hatte immer Plus. Ja, die haben, dass es in Sachsen Sumpf gibt, die Gelder verschwendet haben, ist eine ganz andere Geschichte. Aber Sachsen ist weitgehend autark. Thüringen teilweise. Also es gibt Gegenden, wo es geht. Um Jena herum, die sind auf jeden Fall autark. Aber wenn du ein bisschen ländlicher gehst, wird es kompliziert. Ja. Also autark ist eine Gemeinde, wenn sie keine externe Versorgung braucht. Weder an Geld, noch an Abwasser, noch an Energie. Also eigene Kraftwerke, eigene Wasser und Endwasser. Und möglicherweise berechtigt wäre, eigenes Geld rauszugeben. Und da gibt es ein paar Gegenden in Thüringen, die das dürfen. Heute noch. Haben wir rausgekriegt. Die alten Münzrechte noch haben. Und die sind autark. Irgendwas haben wir jetzt eine Störung drauf. Gut, dann war's das. Ja, ist heißes Ding. So, gut. Also ja, das will ich gerade mal, habe ich gerade im Chat gelesen, da stellt jemand die Frage, wie könnten Frauen bei einer Verweserwahl mitwirken? Ja, das ist ganz einfach. Für die ganze Begutachtung der Wahlunterlagen und das Briefen der Rostock-Staatsangehörigkeit können Frauen alles machen. Können die uns unheimlich viel Arbeit abnehmen. Sie können selber leider nicht antreten, weil es im staatlichen Recht nur diejenigen für das Amt eines Amtmanns oder eines Verwesers in Frage kommen, die männlich sind und über 26. Da kann man sich aus heutiger Sicht fragen, wie konnte denn der Kaiser auf diese blöde Idee kommen? Naja, man muss sehen, dass vor 100 Jahren die Frauen keine politischen Interessen hatten und alles nach Gefühl entschieden haben. Und da gab es zu damaligen Zeiten ein bisschen Probleme und haben die gesagt, entweder die Frauen beschäftigen sich wirklich mit den realen Problemen der Politik, dann können sie gerne mitmachen, oder wir müssen ihren Riegel vorschieben und müssen sagen, die Politik, die ist den Räten oder den männlichen über 26-Jährigen vorbehalten. So, man hat dann die zweite Möglichkeit vorgesehen. Bei den Altkammern gab es einen Rat, der Ältesten, da hat der Oberhäuptling und seine engsten Vertrauten zusammengesessen und die haben für das gesamte Sippe entschieden. Und da gab es nie Probleme. Komischerweise, seitdem wir eine Demokratie haben, geht es drunter und drüber. Da müssen wir sich mal drüber nachdenken. Darüber müsste man mal nachdenken. So, was haben wir noch? Was ist mit den Bodenrechten? Muss dieses Jahr noch etwas gemacht werden? Dieses Jahr können wir nichts machen, weil wir müssen erst die Verweser wählen. Die Verweser dürfen in Krakau irgendwas zeichnen oder einsehen. Also die Ende, die letzte Woche gestreut oder letzten Monat gestreut worden ist, dass angeblich Rechtsanwälte berechtigt werden, in das Kataster zu gehen oder was zu ändern oder was rauszuholen, das ist ein Systemfehler. Muss ich das einfach nur überlegen. Ein Rechtsanwalt der Bundesrepublik ist ein System, was soll, ein Besatzer, was soll. Der darf nicht in die staatlichen Kataster dann rumschreiben. Könnte man selber drauf kommen. Na gut, also in das Kataster darf der Verweser, wenn er gewählt war. Also in Sachsen Verweser gewählt war, durfte der Verweser von Sachsen die sächsischen Einträge gucken und sichten und notfalls korrigieren. Niemand anders. Auch der Freistaat durfte das nicht. Der Freistaat müsste seine Regierungsarbeit niederlegen, wenn wir ein Verweser wären. Hager Landkreisordnung. Ja, aber da wir das 100 Jahre lang nicht gemacht haben, spielen die mit uns wilde Sau. Das ist nun mal so. Was ist ein SH? Schleswig-Holstein nehme ich mal an. Weiß ich nicht, ob es da einen Stammtisch gibt. Also es gibt einen in Ulm, in Dresden gibt es was. Gera Kompakt gab es wohl letzte Woche oder letzten Monat war es wohl eine Verhaftung oder so, habe ich gehört. Die machen aber auch viel. Aber die, habe ich gehört, die lassen auch jeden alles erzählen und dann weiß dann trotzdem keiner, was gehauen und gestochen ist. Also ich empfehle bei dem Stammtischen Folgendes. Macht doch einfach, lasst doch die Leute erstmal reden, lasst ihr Ding erzählen und hinterher sollten die entscheidenden Fragen gestellt werden. Kann denn das überhaupt sein? Ist denn das nicht so und so? Und dann müssen natürlich ein paar Wissende dabei sein, die das
aufklären, sodass man erstmal weiß, was ist denn los hier. Na, wenn also irgendeiner kommt mit der 1919er Verfassung, ist er ist ungültig. Na, guckt euch die ganzen Videos an, die wir hier schon gemacht haben, dann habt ihr das Wissen auch. Also ich gebe ja alles raus, was ich aufgesammelt habe und gecheckt habe, gebe ich raus. Und nichts Ungeprüftes. Ja, also UCC ist nur für die BRD, nur zum 15. Mal. Geht nicht. Die Polen dürfen in unser Kataster nicht reinschreiben. Weil wir ja gerade steht, der polnische Anwalt, das ist nicht möglich. Dürfen es nicht. Die können das vielleicht einsehen, das mag sein. Aber es wäre auch nicht richtig. Also das Kataster gehört in die Hoheit der königlichen Linie von Preußen und niemand anders durfte drin rum. Auch die Bundesrepublik durfte nichts drin rumschreiben. Also nochmal, ihr stellt gerade eine Frage wegen Verweser im Reichstag. Also, in einer Monarchie ist die Monarchie handlungsfähig, wenn ein Monarch handlungsfähig ist. Also das heißt, ihr wählt den Verweser und der macht Verfügungen und die werden in einem Staat umgesetzt. Handlungsfähig ist natürlich der Verweser, wenn er alleine steht, nicht. Er braucht also eine Schutztruppe und er braucht Leute, die das umsetzen. Man nennt das auch Regierung. So. Dass der Bundestag hier keine Rolle spielt, dürfte klar sein, weil der Bundestag die Rechtsnachfolge der Weimarer Republik hat, also feinstaatlich ist. Das heißt, wir brauchen in jedem Bundesland eine Regierung, die durch eine Wahl, was auch immer, gewählt wird, aber nach der Verweserwahl, weil der Verweser wird diese Wahl einberufen. Und diese Regierung macht nichts anderes als das Tagesgeschäft der Verwaltung des Staates. Und da wird auf der Grundlage gearbeitet, die schon vorhanden ist. Es sei denn, der Verweser ändert die Gesetze. Ich gehe erstmal ans Telefon. Kaiserrundfunk.com, Live-Sendung, hallo. Hallo, ist der André. Ja, hallo. Du bist leise. Du musst noch ein bisschen lauter reden. Du müsstest ein bisschen lauter reden, man versteht dich nicht. Also, wir kennen uns jetzt nicht persönlich, aber Mario kennt uns sehr gut. Und mit den Verwesern, was du gerade hier bringst im Netz, meines Wissens gibt es einen Verweser für Preußen, der vom Adel eingesetzt wurde. Kann ich dir gerne Kontakt persönlich erstellen? Na, geht nicht. Ja, da muss gewählt werden. Das hängt damit zusammen, weil alle in der königlichen Linie, die noch in der Thronfolge sind, am Putsch gegen Kaiser beteiligt waren. So, und die fallen aus der Regierungsverantwortung komplett raus. Nach ihren eigenen Regeln übrigens. Also Stefan Ratzeburg wäre der Nächste, der nicht am Putsch beteiligt war, weil er wirklich aus der echten königlichen Linie kommt, die immer von der kaiserlichen verfolgt wurde. Er könnte das machen, aber ihn muss ja erstmal einer einsetzen. Weil in der Bundesrepublik haben sie nämlich alle Hurra geblägt, die Bundesrepublik ist unsere politische Regierung. So, und das müsste durch Referendum nämlich erstmal rückgängig machen. Ansonsten sagte Frau Merkel, ich bin ja der rechtmäßige Notstandsleiter. Oder was er hat. Aber das sollte man doch mal prüfen. Ja, die hab ich schon mal gesehen, die sieht gut aus. Du kennst dich doch aus. Ich habe die Urkunden schon gesehen, ja. Okay. Aber das Problem ist, ist die Verfügung über die Auflassung. Das heißt, es müsste der rechtmäßiger Thronfolger ist einer, der nicht am Putsch gegen den Kaiser beteiligt war und müsste gleichzeitig die Rechtsnachfolge der kaiserlichen Linie haben, weil zum Zeitpunkt, wo Kaiser Wilhelm im Amt war, es niemanden in der königlichen Linie gab, der die Regierungsverantwortung tatsächlich in die Hand genommen hat. So muss man das sehen. Also, okay. Also die kaiserliche Linie ist sozusagen wie von der Kirche übergepfropft über den Staat. So, die sind auch nicht richtig sauber zustande gekommen. Aber der Kaiser Wilhelm II. War in dem Sinne auch eine Art Notstandsleiter für das Regierungsversorgen der königlichen Linie. Wobei man zur Versorgung sagen muss, eingeschränkt, weil die kaiserliche Linie, unter anderem auch Bismarck, muss irgendwie an Verschwörungen beteiligt gewesen sein, dass sie Teile der königlichen Linie verfolgt und umgebracht haben. Also das ist mein Wissensstand. Also
ordentlich eingesetzt wäre am besten durch eine Verweserwahl, dass der Verweser sagt, also ich gucke mir jetzt die ganze königliche Linie an, wer war nicht beim Putsch gegen Kaiser dabei, wer hat mit der Weimarer Republik nichts zu schaffen gehabt, wer hat keine Gebietsrechte abgetreten und so weiter. Und da würdest du feststellen, dass alle rausfallen bis vor Ratzeburg. So. Und dann kann der Verweser sagen, also ich nehme jetzt meine Regierungsverantwortung in die Hand und setze ihn als konstitutionellen Monarchen ein. Dass das irgendwann kommt, hat auch Irmeier schon vorhergesagt. Also wir werden wieder eine Art Kaiser kriegen. Wahrscheinlich aber nicht, wie wir es damals hatten mit diesem ganzen Militarismus, sondern jemand, der einfach nur eine gute Regierungspolitik macht. So, wir werden aber trotzdem ein Parlament brauchen, um das Tagesgeschäft einer Regierung abzuwickeln, weil einer alleine kann das nicht schaffen. Der hat auch nur eine 40-Stunden-Woche. Na, und jeder Verwaltungsakt muss ja ordentlich ausgeführt sein. Das geht ja nicht. Du musst eine Regierung haben. Alles klar, ich werde die Sache prüfen und wenn, komme ich auf dich zurück. Kannst du machen. Ja, gut. Ja, es ist kompliziert. Also Verweserwahl würde erst einmal die Verwirrungen der BRD und der Betrug, der durch die Familie de Maizière und was da noch alles Schlimmes gab nach der Wende, vom Zahn gebrochen worden ist, rückgängig machen. Ne? Weil die Leute ja immer noch nicht wissen, dass die DDR gar nicht aufgelöst werden konnte. Ja, ging nicht. Juristisch ging es nicht. So. Ja. Ne? So, was machen wir jetzt? Erstmal vielen Dank. Ja, okay. Tschüss. Ja, es ist schon kompliziert. Ja. Also Einigungsvertrag ist dann definitiv gegrillt. Da steht auch nicht wieder. Und der 4+2-Vertrag, wenn da irgendjemand mal was sagt, wäre ein Friedensvertrag, ist nicht so. Im 4+2-Vertrag werden die Besatzungsrechte fortgeschrieben. Und zwar, habe ich auch schon ein paar Mal erklärt, funktioniert das über den sogenannten Überleitungsvertrag von Berlin. Und dort steht drin, dass alle Dinge, die in Bezug auf Berlin geregelt worden sind, Bestand haben. Man muss sich überlegen, wie die ganzen Gesetze auch der Bundesrepublik ausgefertigt worden sind. Die sind alle in Berlin ausgefertigt. So, gut. Und damit greifen die mit dem Trick des Überleitungsvertrags über Berlin hier rein. Ja, weil das, was in der Hauptstadt gilt, gilt im ganzen Land. Ja, ich kann es leider nicht ändern. Telefon ist hier Funk, also ganz normales, wissen wir, O2 oder was drin ist. Ich könnte nur mal den Anbieter wechseln, vielleicht wird es dann besser. Man könnte die Nummer ändern und dann Vodafone nehmen. Vielleicht ist das ein bisschen besser. So, ja, VK, habe ich irgendwo einen Account, aber ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, Paperwork zu machen, also zu veröffentlichen, zu machen, zu tun. Aber VK ist auf jeden Fall eine klare Alternative zum Facebook, weil Facebook ja doch von der Amadeo-Stiftung und Bertelsmann inzwischen so schlimm reglementiert ist, dass man sich da nicht ordentlich verabreden kann. Allerdings bin ich mit VK, das ist die Nutzergruppe, immer noch zu klein. Wir brauchen einen ordentlichen Rundfunksender. Ich sag's mal, das ist die beste Lösung. Und wenn jede Reichskanzlerei in ihren Mitgliedern 1 Euro einsammeln würde, könnten wir das Ding in 6 Wochen an den Boden treten. Ich habe jetzt wieder letzte Woche Bestätigung gekriegt vom Techniker, die schaffen sich 6 Wochen. Es liegt nicht an mir. Ich habe 50.000 Euro von mir schon in das Projekt stecken, an Arbeit, an Zeit und an Material. Und es gibt nur einen, der knapp hinter mir kommt mit seinem Engagement. So, und alle anderen haben die Flügel angeklappt. Das ist das, was ich immer wieder feststellen muss. Und bei den Arbeitseinsätzen sind immer die gleichen Leute da. Eine Handvoll. Ja, der Rest sagt, was könnte ich denn machen? Ja, einfach mal anrufen und sagen, wann ist der nächste Einsatz, kann ich mitmachen. Ganz einfach. Ja, aber Papier und Zeug und Veröffentlichung wird so bald losgehen, sobald Frost eintritt. Ne? Also auf der Baustelle wegfrosten. Also es dann nicht mehr zu verantworten ist, dass wir bei um den 0 Grad irgendwelche Baumaßnahmen machen. Dann werden wir uns hier in das Büro zurückziehen und werden dann dort die
Feedbacks aufarbeiten und die Veröffentlichung machen, ganz tolle Webseiten und so weiter. Und die Verweserwahl, die den dicken Ordner zusammenstellen. Das ist Plan so Weihnachten plus minus 14 Tage. So. Ja, gut. Und unabhängig davon werden wir hier für die Region Flyer vorbereiten, auch hier Chemnitz mit den Ortsgruppen, die es jetzt hier schon gibt. Gibt es in Flöhr eine Arbeitsgruppe, in Dresden die nächste und so weiter. Also die sind dran, da das vorzubereiten. Ich habe nicht gesagt, Verweser von Sachsen will ich nicht werden. Ich habe gesagt, wenn das an mich herangetragen würde und die entsprechenden Mehrheiten zustande kämen, warum nicht? Aber ich kann es definitiv nicht für Bayern und Thüringen, weil ich dort nicht wohne, kein Wohnrecht habe. Ein Geburtsrecht ist Schlema, also Erzgebirgskreis immer noch. Aber für Sachsen kann ich antreten. Warum nicht? Ja, gut, also wir, denke ich mal, wir treffen uns dann trotzdem erstmal an dem 4.12., weil ich habe keine ordnungsgemäße Terminbestätigung, dass ich am 4.12. zum Stammtisch kommen soll. Wenn, müsste der Stammtisch dann nachmittags sein. Da könnten wir drüber reden, ob ich dann nachmittags zum Stammtisch komme, aber ich will dann definitiv 20 Uhr die Sendung machen. Wenn, dann müssten sie sich einfach eher aus dem Pott kommen. Also ich kann ja nachmittags 14 Uhr einen Stammtisch machen und dann abends zurückfahren. Das könnte man tun. Ich lasse das jetzt den nächsten Sendungstermin auf dem 4.12. So, weil nochmal die Frage kam, Putin hilft uns, wenn 2 Millionen sagen, dass sie seine Hilfe brauchen, politisch. Und er greift militärisch ein, wenn das 6 Millionen sind. Unter diesen Grenzen, hat er gesagt, wird er sich nicht bewegen. Ja, das ist das Letzte, was man von Ihnen zu dem Thema gehört hatte. Und das heißt, eine Verweserwahl wäre in der Größenordnung, müssen wir überlegen, alleine in Sachsen wird man die 10 Millionen dort aus dem Boden treten können. Dann sieht die Sache anders aus. Dann kann man sagen, schicke mal ein paar Leute rüber, die hier für Ordnung sorgen, weil die Wurtmorgenträger und die Scheingerichtsvollzieher uns hier das Leben zur Hölle machen. Und dann muss er machen, weil er hat es nicht mal versprochen. Ja, aber es liegt an uns. Wir müssen uns organisieren. Und ich kann nicht jeden Schriftsatz machen. Das geht nicht. Ich habe manchen Leuten, dass es immer machen müssen, einfach nicht schaffen, weil da hat noch 24. Ich verabschiede mich mal. Ich denke, wir sehen uns dann am 4.12. wieder. Und gucken wir mal. Ne? Hier oben ist irgendwas offline. Ich weiß nicht, was da ist. Wahrscheinlich auch ein bisschen Störung. Halt in der Nacht wieder mal im Nachteinsatz. Gut. Also, ich denke, wir haben heute eine lange Sendung gehabt. Ich versuche das morgen zu schneiden. Ich hatte aber letzte Woche kein Internet. Also ging nicht zu machen. Auch die letzte Sendung konnte ich noch nicht fertig machen. Aber sollte ich nächste Woche dazukommen, ordentlich Internet zu haben, werde ich die zwei Sendungen dann online stellen. So, ich wünsche euch eine angenehme Woche. Wir sehen uns dann am 4.12. 20 Uhr wieder. Und bis dahin, denkt dran, zu Demos Bundesstaatenflaggen mitnehmen und die Leute auch immer wieder darauf hinweisen, Schwarz-Rot-Gold ist nicht der Staat. So, und dann kommt hier Bewegung in die Geschichte rein. Weil mit der Bundesstaatenflagge können sie euch nicht in die rechte Ecke schieben. Das funktioniert nicht. Ja, weil das ist nun mal staatlich und kaiserlich und da gibt es nichts mit rechte Ecke.